Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Alexandra von Bewusstsein TV. Ich freue mich, dass ihr heute euch Zeit genommen habt und uns hier auf dem Livestream verfolgt. Mich und Thomas. Thomas braucht man ja eigentlich gar nicht vorstellen, aber er stellt sich sowieso noch mal kurz vor für die Leute, die ihn nicht kennen. Und ja, wir sprechen heute über Innererde, das Tor zu einer anderen Realität. Gesagt, wir machen Shambhala, Healing Sticks, Kristallschädel und so weiter. Das werden alles unsere Themen sein. Aber wir wollen uns heute jetzt mal mehr auf unseren Bereich, also das heißt, gibt es auch Eingänge oder also Tore in die Innerwelt in Europa oder auch spezifisch in Deutschland? Ihr kennt ja auch den Untersberg, da gibt es ja auch eine magische oder viele magische Geschichten drumherum. Und da wollen wir einfach drüber sprechen, beziehungsweise ich übergebe das Wort jetzt an Thomas, der kennt sich natürlich da am besten drin aus. Ja, Thomas, bitte, du hast das Wort. Hallo Alexandra, erstmal ganz liebe Grüße nach Dänemark und ein liebes Hallo an alle, die uns hier zuschauen aus Dresden. Danke für die Einladung, für das neue Gespräch hier und natürlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns hier zuschauen. Ja, für diejenigen, die mich vielleicht zum ersten Mal hier sehen, ich betreibe mit meiner Frau, die ist im Hintergrund sichtbar, Sabine, betreibe ich ein Reiseunternehmen. Wir sind also Reiseveranstalter für thematisierte Kleingruppenreisen. Außerdem mache ich solche Sachen hier online zu verschiedenen interessanten Themen. Ich schreibe halt auch Bücher und Beiträge für verschiedene Magazine. Alles, was mit Grenzwissenschaft und Spiritualität zu tun hat, mit anderen Ländern, fernen Kulturen, fremden Völkern, das ist sozusagen unser Metier. Und ja, heute sprechen wir eben über doch sehr, sehr spannende Themen aus meiner Sicht. Die Frage, gibt es denn parallel sozusagen zu unserer Zivilisation weitere Zivilisationen? Sind die möglicherweise im Erdinneren zu finden, in bestimmten Refugien? Gibt es Zugänge, Übergänge in diese Welten? Und wie gesagt, muss man da wirklich nach Tibet reisen oder nach Indien oder nach Südamerika, um solche Eingänge zu finden? Oder ist das vielleicht sogar bei uns vor Ort eben möglich? Wenn man sich mit diesen Themen der inneren Erde beschäftigt, ja, da kommt einem doch als erstes mit in den Sinn, zumindest so meiner Generation und auch den etwas älteren noch, die Reise zum Mittelpunkt der Erde vom Jules Verne. Ja, der hat ja über diese Sachen geschrieben und bei ihm ist ja der Einstieg in diese innerirdische Welt, ist ein erloschener Vulkan auf Island, wo sozusagen der Weg dann dieser Expedition beginnt, die dann sozusagen im Innern der Erde eine verwunschene Welt entdecken, eine lang vergessene Welt und dort wo noch Saurier am Leben sind und noch andere Wesenheiten ihre Abenteuer halt bestehen müssen. Ganz interessante Geschichte. Man könnte sagen, ja, schöner, fantastischer Roman, aber ja, Jules Verne ist ja dafür bekannt, dass die Dinge, die er beschrieben hat in seinen Büchern, weitestgehend Realität geworden sind. Sei es jetzt die Reise zum Mond, sei es die Geschichte mit 20.000 Meilen unter dem Meer mit dem U-Boot. Das hatte alles reale Vorbilder, auch zu seiner Zeit schon. Das Vorbild für die Nautilus zum Beispiel war die spanische Ictineo. Da war ein Advokat eigentlich, ein Rechtsanwalt, der Narcisse de Montoyol, der hat dieses Boot konstruiert für die Korallenfischer von Cadaqués. Das hat einen ganz interessanten Antrieb. Das lief mit Elektrizität, so wie die Nautilus im Roman auch. Die Elektrizität wurde von einer Dampfmaschine bereitgestellt, aber die Dampfmaschine wurde nicht klassisch mit Holz oder Kohle befeuert. Das wäre beim U-Boot nicht so gut gekommen, weil da verbraucht man ja Sauerstoff, sondern der Narcisse de Montoyol hatte einen anaerobischen Antrieb konstruiert. Das heißt, ein System, bei dem beim Verbrennen Sauerstoff nicht verbraucht wurde, sondern Sauerstoff entstand. Also man sieht, der Jules Verne hat sich immer so an realen Dingen orientiert und deswegen kann man da sagen, vielleicht gibt es tatsächlich diesen Eingang in die innere Welt, vielleicht auf Island, vielleicht aber auch in Asien, denn dort sind diese Beschreibungen von den unterirdischen Welten sehr weit verbreitet. Also man kann wirklich sagen, das ist Folklore, das findet man sowohl in Indien als auch in China, selbst in Russland im sibirischen Bereich und in der inneren Mongolei wird darüber gesprochen. Diese
innerirdischen Welten sind unter verschiedenen Namen bekannt. In Indien spricht man von Kalapa. Kalapa soll ein verborgenes Reich nördlich von Indien sein. Also das wird auf die Himalaya-Region deuten. In China spricht man von einem Tal der Unsterblichen, welches sich westlich vom Jadepass befindet. Der Jadepass ist die westlichste Ausdehnung des alten China. Und wenn man von dort weiterhin nach Westen geht, kommt man natürlich auch in das Gebiet des heutigen Tibet. Also wir sind wieder im Bereich Himalaya, Tibet. Und in Russland spricht man, oder auch der inneren Mongolei, spricht man von Belovodie. Das ist das Land der weißen Wasser. Und das soll von Russland aus südlich liegen. Auch da kommen wir wieder in den Bereich von Himalaya, von Pamir hinein. Interessant, das Land der weißen Wasser. Ich bin selber schon in Nordindien und in Tibet unterwegs gewesen, im Quellgebiet einiger der größeren Flüsse dort, insbesondere auch das Indus. Wenn man da raften geht, kann man machen, das Wasser ist sehr erfrischend. Also wenn man da doch mal über Bord gehen sollte, man ist dann sofort wieder munter. Es ist also doch recht, ja, recht frisch. Aber das Wasser ist tatsächlich hell oder fast weiß, weil diese schnellen Flüsse nehmen auch sehr viel Sedimente mit. Und diese Sedimente sorgen für eine solche helle Verfärbung des Wassers. Also auch da sind wir wieder im Himalaya-Gebiet. Und es gab im 20. Jahrhundert definitiv einige Expeditionen, die Shambhala, dieses verborgene Tal, erreicht haben. Zum einen war es eben der Nikolaus Röhrig, der russische Anthropologe, Maler, Forscher, Reisende, der das mit seiner Expedition in den 20er Jahren geschafft hat. Interessanterweise hat er vom Herrscher Shambhalas, den bezeichnet er als Rig Denjepo, also den Herrn der Welt, hat er eine Fahne übergeben bekommen mit dem Symbol Shambhalas und einen Teil eines sogenannten Magnetsteins. Das scheint ein Meteorstein gewesen zu sein, der wirklich außergewöhnliche elektromagnetische Eigenschaften hatte. Und diese beiden Artefakte hat er bei der Gründung des Völkerbundes mit im Präsidium platzieren können. Also da gibt es sogar Fotos davon. Diesen Meteorstein, diesen Stein vom Turm des Rig Denjepo soll er dann bei einer zweiten Expedition nach Shambhala zurückgebracht haben. Der ist also tatsächlich wieder verschwunden und der Kindermani-Zyklus, denn Röhrig war ja auch ein begnadeter Maler, in diesem Kindermani-Zyklus, da stellt er diese ganzen Sachen dar. Die Fahne, die durfte er behalten, die kann man heute in New York im Nicolas Röhrig Museum bewundern. Die ist in den 60er Jahren mal untersucht worden auf ihr Alter und auf die Beschaffenheit, weil es gab natürlich auch Vorwürfe, dass Röhrig das Ganze nur sich als Geschichte aus den Fingern gesaugt hätte und da sozusagen so als buddhistischer Guru da auftritt, um sozusagen damit sein Publikum zu beeindrucken. Aber man hat bei dieser Untersuchung festgestellt, dass die Fahne einige außergewöhnliche Eigenschaften hat. Es ist definitiv handgewebte Seide, aber die ist 8-mal dichter als heutige Fallschirmseide, die da verwendet wird, die modern produziert wird. Und man hat ein Alter der Fahne von knapp 3000 Jahren feststellen können. Also es ist ja organisches Material, Seide und 3000 Jahre und trotzdem super erhalten. Also das macht man nicht einfach mal, indem man sich 11 Tage in der Felseinsamkeit Tibets von seinen Leuten verabschiedet und dann mit solchen Gegenständen auftaucht. Also der muss tatsächlich irgendwo gewesen sein. Und warum dann nicht in Shambhala? Und es gibt eine deutsche Expedition, die von Dr. Ernst Schäfer, die war Ende der 30er Jahre in Tibet, war damals eine der erfolgreichsten, vielleicht sogar die erfolgreichste Tibet-Expedition, die bis zum Beginn oder bis zum Vorabend des Dritten Weltkrieges geführt worden ist. Leider ist Dr. Schäfer in Vergessenheit geraten, auch seine wissenschaftlichen Leistungen. Er hatte sich einen Teil seiner Expedition, seines Budgets vom Ahnenerbe des Dritten Reiches finanzieren lassen. Das genügte dann natürlich noch 45, um seine wissenschaftliche Karriere zu beenden. Aber das war damals so, einfach um es im Vergleich mal zu sehen, als würde ich heute Fördermittel der EU in Anspruch nehmen. Und wer weiß, wie darüber in 30, 40, 50 Jahren gedacht wird. Ja, also, dass der Dr. Schäfer die Quellen seiner Zeit angebohrt hat, um genügend Geld für seine Expedition zu bekommen, das sollte man in dem jeweiligen Kontext sehen und nicht mit erhobenem moralischen Zeigefinger aus unserer heutigen Sicht beurteilen. Schäfer war sehr erfolgreich, was diese Expedition betraf, das hatte ich schon erwähnt. Er hat sehr, sehr viele Artefakte mitgebracht, er hat sehr viel Film- und Fotomaterial mitgebracht. Dazu gehören auch
etwa 15.000 Meter belichteter Farbfilm in Aquacolor, der bis heute noch nicht offiziell gezeigt worden ist. Es gibt über 8.000 Diapositive, ebenfalls in, als Farbfilm, die ebenfalls noch nicht öffentlich gezeigt worden sind. Und die enthalten teilweise sehr interessantes Material. Dass Schäfer eine so große Ausbeute bei seiner Reise machen konnte, hing damit zusammen, dass er eigentlich immer dann, wenn er Kontakt sozusagen zur westlichen Zivilisation irgendwo aufbauen konnte, also wenn sie eine Karawane getroffen haben, wenn sie eine Handelsstation besucht haben, dann hat er die Dinge, die sie gesammelt hatten, die belichteten Filme, das belichtete Bildmaterial, hat er dann verpacken und nach Deutschland schicken lassen. Weil man wusste nicht, ob die Expedition vielleicht doch irgendwo mal in die Bredouille kommt. Das war damals noch üblich. Die Geschichte von Tibet als friedlicher, spiritueller Oase, die verdanken wir dem heutigen Dalai Lama. Das war damals gar nicht so. Also der französische Forschungsreisende, die Trodiron, das war auch ein Zeitgenosse von Sven Hedin und von Dr. Schäfer, der ist beim Diebstahl von Pferden der Expedition von den Tibetern einfach über den Haufen geschossen worden. Also das, das hat auch eine gewisse andere Dimension dort gehabt und deswegen war Schäfer sehr, sehr vorsichtig. Er hat aber Glück gehabt und es hing wohl auch mit dem Auftreten von ihm und seinen Leuten zusammen. Also die haben zu den Tibetern ein sehr herzliches Verhältnis gepflegt, auch zu den Würdenträgern, sowohl zum Panchen Lama, also dem weltlichen Oberhaupt, als auch zum damaligen Dalai Lama. Die hatten wirklich von der Seite auch starke Unterstützung. Ganz im Gegensatz, muss man sagen, zu Röhrig. Der ist in Lhasa überhaupt nicht gastfreundlich empfangen worden und hat da auch große Verluste in seiner Expedition gehabt. Aber das war bei Schäfer nicht so. Das heißt, er hatte dort mehr Unterstützung. Und interessanterweise bei diesem Bildmaterial, was ich erwähnt hatte, gibt es die Filmrolle Nummer 12. Und die zeigt ein Interview, das Schäfer mit einem Lama, also Abt eines tibetischen Klosters führt. Die Filmrolle 11, die vorangegangen ist, leider verloren gegangen in den Wirren des Zweiten Weltkrieges, sodass wir nicht genau wissen, wo sich jetzt dieses Kloster befindet. Es steht auf jeden Fall völlig deplatziert in einer Umgebung, die überhaupt nicht zu Tibet passt, nämlich es steht inmitten von Palmenhainen und Reisterrassen. Ja, also das findet man natürlich in Tibet nicht, weil dort befinden wir uns auf einer Höhe von etwa 3.500 bis 4.000 Metern. Und ja, die 8.000er von Tibet, die das Land so bekannt gemacht haben, den Himalaya, die erheben sich über diesem Hochplateau. Aber dort sehen wir tatsächlich ein Tal, das ja allenfalls mehrere hundert Meter über dem Meeresniveau liegen kann, weil man hat dieses Mikroklima, was also tropisch oder subtropisch ist. Trotzdem ist die Architektur des Klosters eindeutig tibetisch, auch die Bekleidung der Mönche, die Roben sind eindeutig dem tibetischen Buddhismus zuzuordnen. Es ist aber nicht ganz klar, ob Schäfer und seine Expedition sich jetzt an den Grenzen von Shambhala befinden und hinein wollen oder ob sie schon in Shambhala sind und eigentlich in die Hauptstadt zum Rig Dinjepo, zum Herrn der Welt wollen. Jedenfalls ist das Interview etwa so, dass der Lama dem Schäfer klar macht, also bis hierher, alles in Ordnung, könnt euch umschauen, wir erlauben euch ja auch hier zu filmen, zu fotografieren, aber weiter geht's nicht. Also von hier aus kehrt er bitte wieder in eure Welt zurück. Und das Interessante ist, wenn man eben nicht nur diese Umgebung von dem Kloster sieht, sondern auch, wenn der Kameramann auf die umgebenden Berge hält. Das sind riesige Berge. Ja, sowas habe ich sonst noch nie gesehen. Aber das unterstützt eigentlich auch die These, dass man sagt, die befinden sich da in einem speziellen Hochtal, was also sehr tief eingeschnitten ist in das tibetische Hochplateau. Und wenn ich mich jetzt sozusagen 300 oder 500 Meter über dem Meeresspiegel befinde, ist der Blick auf die 8000er Tibets natürlich ein völlig anderer, als wenn ich mich oben auf dem tibetischen Plateau befinde, in einer Höhe von etwa 4000 Metern. Dann habe ich zwar den 8000er, aber der ist von meinem Standpunkt aus eben nur 4000 Meter hoch. Und wenn ich aber unten bin, ja, dann sehe ich diese Riesenberge so wie in diesem Filmabschnitt. Und noch etwas war bemerkenswert, man hat das dann auch später untersucht, man kann alles in diesem Film klar erkennen, auch Schäfer, auch seine Expeditionskollegen, bis auf diesen Abt des Klosters. Also der ist so verpixelt, könnte man sagen, wie heute die Teilnehmer in diversen Gerichtsshows im Fernsehen, ja, wie man das halt so macht. Das hat man untersucht in den 60ern. Der Film ist nicht nachbearbeitet worden. Also die haben wirklich draufgehalten, haben den gefilmt und irgendwie hat dieses Wesen, dieser Abt, es eben geschafft, seine körpereigene Schwingung so zu erhöhen, dass die Kamera nicht in der Lage war, ihn zu erfassen. Hat sicherlich viel mit dem auch heute noch in Asien verbreiteten Glauben zu tun, dass wenn ich
ich von jemandem ein Bild mache, also ein Foto oder ein Film drehe übrigens, dass ich auch so eine gewisse Macht über seine Seele erlange und ihm halt eben was Gutes oder eben was weniger Gutes zufügen kann. Und da hat der Abt offensichtlich gegenüber den Fremden Vorsicht walten lassen. Also wir können sagen, das Thema Shambhala, dieses verborgene Hochtal, existiert tatsächlich und offensichtlich sind die dort beheimateten Wesen auch in der Lage, sich selbst vor den Augen von Google Earth und ähnlichen Dingen in unserer Zeit gut zu verbergen. Ja? Abgesehen davon, vielleicht wissen es die Chinesen, wo es ist und haben vielleicht auch einen Deal einfach mit denen, um zu sagen, na, wir lassen euch in Ruhe, ihr lasst uns in Ruhe. Ja, das würde ich nicht ausschließen wollen. Agartha hingegen ist ein anderes Reich. Agartha liegt tatsächlich unter der Erde. Da kommt man dann schon mehr in Richtung Innererde. Na, also während Shambhala dieses verborgene Tal ist, Agartha eben dieses unterirdische Reich, in dem sich auch die Nagas befinden sollen, also diese reptiloiden Gestaltwandler, die ja in Asien große Verehrung genießen, von denen man auch sagt, sie würden große Schätze hüten, würden auch über ein sehr hochstehendes spirituelles Wissen verfügen, aber sie würden uns nicht sonderlich mögen. Also die Art, wie wir miteinander umgehen, die Art, wie wir mit der Welt umgehen, das ist halt nicht ihre und deswegen haben sie sich halt in diese unterirdischen Refugien zurückgezogen und halten sich da sozusagen vor der Welt verborgen. Und man sollte nicht versuchen, dort neugierig oder gar gewaltsam eindringen zu wollen. Das gibt Ärger. Wer sich ein bisschen mehr so für Agartha und diese ganzen Geschichten interessiert, dem empfehle ich das Buch von Ferdinand Ossendowski, Menschen, Tiere und Götter, gibt es in Deutsch und Englisch. Und Ossendowski hat in den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts diese Gegend bereist. Allerdings waren das keine wissenschaftlichen Expeditionen wie bei Schäfer oder Röhrig oder bei Sven Hedin, sondern der Ossendowski gehörte ursprünglich mal zur zaristischen Geheimpolizei und musste sich dann während der Oktoberrevolution absetzen. Und das hat er über diese Ostroute dort gemacht. Und die Abenteuer, die er dort erlebt hat, hat er dann in diesem Buch beschrieben. Man sollte die Lokalitäten, die in dem Buch beschrieben werden, nicht ganz ernst nehmen. Also er hat nicht seine eigentliche Fluchtroute beschrieben, was natürlich verständlich ist, weil er hatte auch Leute, die ihm geholfen haben. Und die wollte er natürlich nicht an die Polizei oder Militärkräfte der Bolschewiki ausliefern. Das ist ganz klar, dass er da ein paar Abweichungen mit einkonstruiert hat. Da gibt es eine große Diskussion zwischen ihm und Sven Hedin, weil Sven Hedin wirft ihm da sozusagen Fälschungen oder eben falsche Beschreibungen vor und er muss natürlich dort irgendwo die Balance finden, sagen, ja Mensch, versteh mich doch, Kumpel, du kannst mit deiner wohlgerüsteten schwedischen Expedition da losziehen. Ich war einfach nur auf der Flucht und deswegen funktioniert das halt nicht so. Trotzdem sehr lesenswert, dieses Buch, und zeigt einmal mehr, dass also zumindest im Himalaya-Gebiet dort diese unterirdischen Refugien durchaus existieren. Aus Russland kennen wir ebenfalls Beschreibungen, und zwar aus dem Bereich der Dwina und des Ob. Da gibt es die Tschuten, und das soll ein Volk sein, was schon seit Jahrhunderten unterirdisch lebt, was man auch an bestimmten Fällen von partiellem Albinismus erkennen kann. Denen fehlen nämlich Pigmente in den Pupillen, also die Pupillen sind weißlich. Das passiert nur, wenn man sehr lange Zeit unter der Erde lebt, also wenig mit dem Sonnenlicht zu tun hat. Also da gibt es auch solche Überlieferungen, und zum letzten Mal Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts gab es da Kontakte, aber auch die Tschuten sind sehr zurückhaltend, also die haben sich nicht ohne Grund in ihre unterirdischen Refugien zurückgezogen. Und wenn man in die Geschichte schaut, also die Dwinsker Chronik oder auch die Kiewer Chronik, die Berichte der Kaufleute auch von Yamak, also dem Eroberer von Sibirien, die beschreiben die Tschuten als ein sehr hochstehendes Volk, die interessanterweise aber ihre eigenen Produkte, die sie dort angeboten auf den Märkten, nur gegen Gold verhandelt haben. Also die haben nur Gold genommen, nichts anderes. Und daraus sollen sie mehrere, man könnte sagen, religiöse Symbole hergestellt haben, unter anderem die goldene Baba, also ein großes weibliches Standbild. Und so wie viele hier im Westen noch immer nach dem Heiligen Gral suchen oder nach dem Schatz von Oak Island, sind sehr viele im Gebiet des heutigen Russland noch unterwegs und suchen halt die goldene Baba und die anderen Idole. Also dort kann man sagen, gibt es auch diese Hinweise auf diese unterirdischen Städte. Natürlich, weil ich sehe hier gerade einen Gruß aus Ecuador, ganz liebe Grüße natürlich zurück. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. In Südamerika gibt es die sogenannten Chincanas. Chincanas sind unterirdische Tunnel und Hallen, die sich unter der Kordillere, unter den Anden erstrecken sollen, wo es Zugänge gab, zumindest bis zur Zeit der Eroberung des Inka-Reiches durch die Spanier, die sich in den alten Tempeln der jeweiligen Völker dort, also sei es die Inka, seien es jetzt die Mujica, die Chimú und die anderen Stämme, die dort
lebten, die hätten in diesen Tempeln solche geheimen Zugänge gehabt, so wie man auch heute noch zum Beispiel in Thailand davon ausgeht, dass bestimmte Tempel in der Region von Nong Khai in Nordthailand Zugänge zur Welt der Nagas, also eben auch zu diesen unterirdischen Refugien wie Agartha ermöglichen. Diese Überlieferung haben wir halt auch in Südamerika und nur als die Spanier in ihrer unendlichen Goldgier dort den Inka-König Atahualpa gefangen gesetzt und dann später ermordet haben, da wurden die Eingänge zu diesen unterirdischen Labyrinthen verschlossen. Man hat aber wohl bei einigen Erdbeben im 17. Jahrhundert, aber auch noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, gerade im peruanischen Raum, solche Eingänge unter den alten Tempeln, die natürlich dann zwischenzeitlich mit Kirchen überbaut worden waren, hat man solche Eingänge gefunden. Also die Chincanas sind ebenfalls sehr real. Und interessanterweise spielt ja der Erich von Däniken in einem seiner ersten Werke, ich glaube sogar im Vorwort war das von Erinnerung an die Zukunft, spielt er auch auf diese unterirdischen Bauwerke an. Er will ja da oberhalb von Sacsayhuamán in der Nähe von Cusco einen Eingang gefunden haben in eine unterirdische Welt, dort in dieser unterirdischen Welt auch eine Zeitmaschine, die ihn sozusagen 20.000 Jahre in die Vergangenheit versetzt hat, wo dann also tatsächlich den Außerirdischen, den er sein ganzes Lebenswerk gewidmet hat, die real getroffen haben will. Also ganz interessante Geschichte. Und so wie ich ihn Erich kenne, also ich würde es nicht ausschließen. Ja, also ich würde schon eher sagen, also dort hat er Dinge beschrieben, vielleicht ähnlich wie Ossendowski, nicht hundertprozentig die Ortsangaben, weil da wäre ich auch vorsichtig bei solchen Sachen, aber doch schon, na, also ein reales Geschehen beschrieben. Das würde ich auf jeden Fall so stehen lassen. Wir sehen also, ob jetzt Island, ob jetzt Asien, ob Südamerika, wir haben natürlich auch in Nordamerika, haben wir auch die Überlieferung bei den Anasazi und den Hopi, auch da geht es um Wesenheiten, die unter der Erde leben. Da geht es bei Mesa Verde, Casas Grandes zum Beispiel, den berühmten Anasazi-Siedlungen, auch dort soll es Eingänge in diese Unterwelt geben. Und wir sehen, das geht also ganz um die Welt herum, nur in Europa sind wir noch nicht gewesen. Aber da fangen wir jetzt mal an. Und zwar am Ich besten wollte gerade noch mal kurz was dazwischen fragen. Wir haben ja auch den Admiral Byrd, der ja auch auch während, ich glaube, das war ja auch während des Ersten Weltkriegs. Also ich kann mich da ja nicht informieren. In der Zwischenkriegszeit soll es gewesen Genau. sein, ja. Und das war aber ging ja um die Arktis da, ne? Ja, dort ist, ja, das ist sicherlich eines der berühmtesten Bücher, dieses Tagebuch des Admiral Byrd. Tut mir leid, liebe Zuschauer, wenn ich euch jetzt ein paar Illusionen da zerstören muss, aber das ist eben ein Buch, wo man sagt, ja, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, ja, es ist eine schöne Geschichte. Ja, mehr aber auch nicht. Weil Admiral Byrd war, das muss man sagen, einer der profiliertesten Polarforscher. Er war wirklich ein Experte. Er hat unter anderem auch die deutsche Antarktis-Expedition von 1938 beraten, also die dann halt mit dem Flugdeckschiff der Neuschwabenland da unterwegs gewesen sind, die auch sehr viel von der Antarktis erforscht und kartografiert haben. Das war auch eine sehr erfolgreiche Expedition unter Alfred Ritscher, die das dort gemacht haben, die auch bislang unkartierte Gebiete überflogen, fotografiert haben und so weiter. Also auch ein großer Beitrag zur Arktisforschung. Sie sind sich ein bisschen die Haare geraten mit den Norwegern, weil die hatten dasselbe Land wohl beansprucht, aber hatten es noch nicht vermessen. Und dann kamen die Deutschen und haben gesagt, nee, das benennen wir jetzt, das machen wir jetzt. Ja gut, da gab es halt eben entsprechendes Gezänk. Ja, und nach 1945 dann fiel die Entscheidung natürlich zugunsten Norwegens aus. Und deswegen ist es also heute eben Queen Maudland und nicht die deutschen Namen. Aber okay, das ist so eins, dass also Byrd wirklich ein profilierter Polarforscher gewesen ist. Und da haben wir auch diese Geschichte mit den Deutschen am Südpol und der angeblichen Nazi-UFO-Alien-Basis, die ja dann die Alliierten angegriffen haben sollen 1946 im Rahmen der Operation Highjump. Wenn man sich mit den Geschichten während des Zweiten Weltkrieges beschäftigt, die Deutschen haben im Norden, also in der Arktis, praktisch genau am anderen Pol, haben sie sehr, sehr, ich sag mal, gewagte Expeditionen unternommen, haben an eigentlich unmöglich wirkenden Stellen Trupps platziert, die als
Wetterbeobachter fungierten, aber natürlich auch, nicht zu unterschätzen, die Bewegungen der deutschen U-Boot-Waffe, also der Wolfsrudel im Atlantik, mit koordinierten und leiteten. Und einer dieser Wettertrupps, der Wettertrupp Haudegen, war übrigens die letzte deutsche Einheit, die sich 1945 ergeben hat. Und zwar im August 1945 einem norwegischen Walfänger. Also die haben dann gesagt, Leute, nehmt uns einfach mal mit. Ne? Und das hat dann auch funktioniert. Im Gegensatz dazu haben die Alliierten auch im Südpolargebiet einige Operationen unternommen, weil sie halt auch Technik testen wollten. Man hatte dann seine Erfahrung gemacht während des Norwegenfeldzuges. Da hat ja alles nicht so funktioniert auf beiden Seiten, wie man sich das vorgestellt hat. Da gab es auch viele technische Ausfälle und das wollte man halt unter Extrembedingungen testen. Und da gab es dann in Beginn der 40er Jahre die Operation Tabarin. Das war also eine Geheimoperation, die die Alliierten in der Antarktis abgewickelt haben. Und nach dem Ende des Krieges gab es diese Operation Heidjump. Das war dann eine größere Operation im Rahmen auch des damaligen geophysikalischen Jahres. Also man hat natürlich schon die Wissenschaft mit ins Boot geholt. Man wollte dort auch entsprechende Sachen testen. Aber vor allen Dingen ging es darum, Militärtechnik zu testen unter extremen Bedingungen. Später haben das auch noch andere Leute gemacht. Ich weiß nicht, so meine Generation, Alexander, du sicherlich auch, so in den 70er Jahren, die Filme von Jacques-Yves Cousteau, na, die Tauchergeschichten da, das Paradies unter dem Meer, ja, die ja, ganzen ja. Geschichten. Haben uns doch alle angeguckt und fanden das alle ganz toll, die Kalypso und war ja alles super toll. Aber Cousteau hat gerade auch am Amazonas, wo er auch einen seiner Söhne verloren hat, bei diesem tragischen Flugzeugabsturz, hat er natürlich auch fürs französische Militär Technik getestet. Auch die ganzen Aqualung, die sie ausprobiert haben, das war eigentlich fürs Militär gedacht. Und er hat da auf diese Weise auch seine Expedition mitfinanziert, also Gentleman Agreement. Ja, und da war er nicht der Erste, sondern die Operation Heidjump 46 eben war auch so angelegt, dass man Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge unter den extremen Polarbedingungen teste. Zum einen, weil natürlich die großen Mächte dieser Welt auch ein Auge auf Antarktika geworfen haben. Da gibt es jede Menge Bodenschätzen, nach denen sich alle auch heute noch die Finger lenken. Ja. Und zum anderen dämmerte der Kalte Krieg herauf und ja, die Weiden von Russland, die sind nun mal sehr kalt. Das hat vor allem die deutsche Kriegsmaschinerie 41 erfahren müssen, als dann eben der russische Winter kam und vor Moskau halt Schluss war, wo es eben nicht mehr weiterging. Und das wollte man natürlich von Seiten der Alliierten vermeiden und hat dort die eigene Technik getestet. Die hatten aber das große Problem, dass sie von einem relativ frühen Wintereinbruch überrascht wurden. Und die ganze Expedition war nicht auf eine Überwinterung ausgelegt. Das muss man einfach deutlich sagen. Und Byrd, der nicht der Oberkommandierende war, das wird teilweise auch falsch dargestellt, sondern der war der Kommandant der Mittelgruppe. Und der war aufgrund seiner Erfahrung als Polarforscher natürlich mit dieser Situation konfrontiert. Er hat einige Aufklärungsflugzeuge verloren in Schneestürmen, die viel zu zeitig kamen und stand dann vor der Frage, was mache ich jetzt? Nehme ich meine 1200 Leute, von denen die meisten Soldaten waren, aber keinerlei Arktis- oder Antarktis-Erfahrung hatten und auch nicht die Ausrüstung und überwintere mit diesen 1200 Mann hier? Oder lasse ich eben den Großteil meiner Technik stehen und sehe zu, dass ich in freies Fahrwasser komme, solange ich das noch kann. Und als ein sehr verantwortungsvoller Polarforscher und auch Kommandant hat er sich natürlich für Option 2 entschieden. Und er hat seine Leute alle rausgebracht. Also er hat zwar einen Haufen Technik stehen lassen müssen, die kann man sich übrigens heute noch anschauen, wenn das Wetter günstig ist, dass man wieder ein bisschen abgetaut ist, dann stehen die Flugzeuge da noch rum. Aber er hat, wie gesagt, seine Leute retten können. Das war der Hauptpunkt. Sein Flug in die innere Erde, der soll sich am Nordpol abgespielt haben. Da gibt es ja auch diese Idee, warum gibt es keine Überflugrouten über den Nordpol. Hat nichts mit der inneren Erde zu tun, sondern damit, dass da oben auch die modernen Kreiselkompasse und auch die moderne Technik an Bord der Flugzeuge nicht so einwandfrei funktioniert. Und da gibt es halt Flugsicherheit und sagt man, also das riskiert man nicht. Man kann, wenn man das will, also wenn allen, die hier sagen, ja, der Ritter, der ist doch nicht auf dem neuesten Stand und natürlich ist da das große Loch und da geht es halt in die innere Erde. Liebe Leute, macht's wie ich. Bucht euch eine Reise zum Nordpol, also zu den Nordpolen. Es gibt ja zwei, nämlich den geografischen und den magnetischen. Kann man machen, und zwar an Bord eines russischen Eisbrechers. Der hieß mal Krasin, heute heißt er Rossiya. Und das ist in sehr, sagen wir mal,
intimen Umfang sehr familiär. Die haben 108 Besatzungsmitglieder und Wissenschaftler und nehmen maximal 100 Gäste mit. Damit finanzieren die sich. Also wenn ich dran denke, normales Kreuzfahrtschiff, so 2.500 bis 3.000 Leute, ne, da ist dann die Rossija doch sehr, sehr komfortabel. Man kann da alles mitmachen, man kann an wissenschaftlichen Programmen teilnehmen, man kann Hundeschlitten fahren lernen, man kann mit dem Hubschrauber über Pol fliegen. Es wird natürlich die jeweilige Nationalflagge, Gott, darf man das als Deutsch heute noch? Ich weiß gar nicht, aber sag mal, also am Nordpol hissen können wir so noch. Also da geht's, ne? Ist ja internationales Gewässer. Hier nach der EM, ne, wird es schon wieder schwierig, aber okay, ist ein anderes Thema. Jedenfalls kann man mit der Rossija da zum Pol fahren. Der Kapitän hat mir versichert, mit der Leistung, die dieser Atomausbrecher hat, könnte man von Murmansk oder Arkhangelsk aus ablegen, direkt einen Kurs Nord nehmen und wäre innerhalb einer Woche am Pol. Also das Ding ist so konstruiert, dass das durch Packeis fahren kann wie durch Butter. Er macht es natürlich ein bisschen besser, also man hat so 3 Wochen. Man zeigt ja den Touristen auch ein bisschen was an Bord und na, man, ja, es ist halt ein bisschen länger, aber sie könnten direkt zum Pol fahren. Und dort oben, muss ich sagen, gibt es zwar viel Eis und Schnee, wenn das Wetter schön ist, ist es traumhaft, aber das große Loch habe ich nicht gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht gesehen. Aber das ist jedem selber, es ist jedem selber überlassen, wer das machen will, bitte die Möglichkeit besteht. Es ist nicht preiswert, ich gebe es ehrlich zu, es ist nicht preiswert, aber es lohnt sich. Es ist so eine Reise einmal. Und ihr wart dort gewesen, habt ihr da, hast du da Bilder oder so? Kannst du vielleicht mir kann ich dir schicken, das ist kein Problem. Das Interessante ist, man ist da gut eingebunden, also Bekleidung und so weiter, so Expeditionsbekleidung, das gibt's alles mit, ne? Das wird dann halt alles vom Schiff mit zur Verfügung gestellt. Die Kajüten sind jetzt nicht ganz so komfortabel wie beim Kreuzfahrtschiff, aber schön gemütlich. Und man ist dort eingebunden mit in diese wissenschaftlichen Programme. Und es ist einfach traumhaft schön. Muss man wirklich sagen, ist traumhaft schön, mit dem Schiff unterwegs zu sein. Wie gesagt, ich suche dir ein paar Bilder raus, wo man es veröffentlichen kann. Weil ich wandle das live nochmal in normales Video um. Und da würde ich die Bilder gerne einspielen. Warum ich jetzt eigentlich auf die Antarktis oder halt auf den Nordpol gekommen bin und Bird, ist, weil das ja eben zu der Zeit des Krieges und weil eben da, so wie du das auch schon erklärt hast, die Deutschen ja auch damit involviert waren, um da mal jetzt, den Faden zum Untersberg zu spannen, weil das ja da auch was mit zu tun hat. Aber ich habe gerade gesehen, es hat ein jemand was reingeschrieben und da geht es um die Bucheki-Bücher beziehungsweise um die Bucheki-Berge. Das können wir vielleicht dann danach noch mal gucken. Bauen wir noch mit ein, ja. Bloß kurz zu Bird nochmal. Also er ist tatsächlich als Polarforscher ja unterwegs gewesen, hat auch bei der logistischen Planung, glaube ich zumindest, der Rettung der Nobile-Expedition, also dieser gescheiterten Luftschiff-Expedition der Italiener, da mitgewirkt. Also war da schon sehr, sehr involviert, wie gesagt auch sehr erfolgreich. Das Buch hat nicht er geschrieben. Das Buch ist von einem seiner Söhne veröffentlicht worden. Und zwar nach dem Tod von Bird. Und der war, ich sag's mal ganz vorsichtig, ne? Jede Familie hat ein schwarzes Schaf. Ne? Und dieser junge Mann war das schwarze Schaf der Familie und nachdem sein Erbteil relativ rasch ihm durch die Finger geronnen war, brauchte er Geld. Und sein alter Herr konnte sich nicht mehr wehren. Und die Themen, die waren gerade so im Schwang, also eben auch Erich von Däniken und Charles Berlitz und Robert Giroux, wie sie alle heißen, waren da sehr erfolgreich mit den Büchern. Also hat er natürlich dieses vorgebliche Tagebuch seines Vaters lanciert. Clevererweise natürlich reale Ereignisse mit eingebaut und das Ganze dann mit diesem Flug da in die innere Erde verbunden, wenn man sich ein bisschen mit diesen Themen beschäftigt. Er hat da sehr viele Motive aus Büchern aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übernommen. Also die Geschichte, dass es da hineingeht, irgendwo in der Antarktis oder in der Antarktis, das gab es auch schon früher. Also diese Literatur gab es auch. Da waren es dann halt Walfänger oder eben Fischer, die sich da vor Ort haben und dann eben dort sozusagen über den Mahlstrom. Da haben wir auch beim das Ende von der Nautilus oder das Ende von 20.000 Meilen unter dem Meer ist ja auch der Mahlstrom. Und da könnte man dann auch sagen, ja, vielleicht dann doch, ne, über diesen Mahlstrom ins Innere der Erde. Ja, kann man alles mal so darstellen. Aber nichtsdestotrotz, ich gehe eben davon aus, es gibt diese innerirdische Welt schon, aber es gibt eben auch einige Berichte, die da etwas übertrieben sind. Das vielleicht zum Thema Admiral Bird. Und natürlich, wir haben diese unterirdischen Welten vor der Haustür. Ja, also wir müssen jetzt nicht unbedingt in die Arktis, in irgendwelche unwirtlichen Gebiete, sondern wir können uns sozusagen das wirklich zu Hause hier in Deutschland auch mit
auch schließen. Und da gibt es etliche Punkte, die wirklich interessant sind. Der Untersberg ist einer davon. Dort gibt es nachweislich große unterirdische Anlagen, Höhlen, Kavernen, tiefe Tunnel. Ich erinnere daran, es war kurz vor Corona, wo es ein Höhlenforscher dort mit seinem Team da ganz schwer erwischt hatte bei einem Unfall, wo man, ich glaube, 14 Tage oder fast 3 Wochen gebraucht hat, um die Expedition wieder ans Licht zu bekommen. Okay. Also es war ganz, ganz schwierig. Es gibt Zeitphänomene. In den 70er, Ende 70er, Anfang 80er Jahre gab es ja diese Geschichte von einer Gruppe von Wanderern, die am Untersberg einfach verschollen sind und sich dann in Ägypten wiederfanden, ein halbes Jahr später. Wo das auch keiner erklären konnte, weil damals gab es eben noch Grenzkontrollen. Damals musste man einen Pass mit sich führen und einfach mal so quer durch Europa bis nach Ägypten zu reisen. Das ja, ohne Autos, weil die hatten sie nämlich am Untersberg geparkt. Also das wäre schon etwas ja, spannend gewesen. Die Betroffenen haben sich aber sehr zurückgehalten, auch mit Interviews. Also die möchten halt nicht drüber sprechen, über diese Erlebnisse, weil sie sagen, das wollen da keine müßige Neugier befriedigen. Das seien eben sehr persönliche Sachen gewesen, teilweise auch traumatisieren. Und deswegen halten die sich da sehr zurück. Aber nichtsdestotrotz können wir sagen, ja, es gibt da am Untersberg diese Eingänge in eine unterirdische Welt, die noch lange nicht erforscht sind. Es gibt diese Zeitphänomene. Der Wolfgang Stadler hat das ja in so ja, Büchern verarbeitet, wo man sagen kann, ein Gutteil ist sicherlich Fiction, aber basiert auf jeden Fall auf realen Ereignissen und Erlebnissen, die er selber dort vor Ort gehabt hat, beziehungsweise auch die Protagonisten, die in seinen Büchern dort eine Rolle mitspielen. Also auch da haben wir sozusagen einen Eingang in eine solche unterirdische Welt. Im Böhmischen, also wer jetzt sagt, okay, Untersberg ist vielleicht doch ein bisschen zu weit, aber wer jetzt mal ins Böhmische rüberfahren will, nach in den Bereich Český kraj, also das böhmische Paradies, da gibt es eine abgelegene Anlage, die Burg Hauska oder tschechisch Hatuska. Das ist eine ganz eigenwillige Burg, die sieht von der Anlage her so aus, als ob die gebaut worden wäre, nicht um sich nach außen zu verteidigen, sondern um etwas, was da drin ist, einzuschließen. Und interessant ist, gibt es auch diese Überlieferung, dass sich dort auf diesem Berg, so um 900 ungefähr kann man es einordnen, also im frühen Mittelalter, ein Riss geöffnet habe. Das ist durchaus möglich, weil das dort ist eine Kalksandstein-Region und da kann durchaus sein, wenn da irgendwelche Ausschwemmungen stattfinden, dass da irgendwas mal bricht und man dann solche Öffnungen halt im Felsen hat. Also es ist nichts Außergewöhnliches. Das Außergewöhnliche war, dass aus diesem relativ großen Riss dann in der Dämmerung immer irgendwelche merkwürdigen Wesen kamen, die halb Mensch, halb Tier waren und auch sehr aggressiv. Also die haben die Tiere der Bauern dort angegriffen, dann die Menschen selbst angegriffen und man hat also alles versucht, um diesen Riss zu schließen. Es hat nicht funktioniert und irgendwann ist jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, wir bauen den einfach zu. Und man hat dann eine Michaelskapelle, weil im Christentum ist ja, vor allem im katholischen Bereich, ist ja der Michael der Überwinder des Satans und man hat eben geglaubt, dass diese Wesen, was das auch war, wo die auch herkamen, ne, dass die halt eben stracks aus der Hölle kamen. Ne? Und um sozusagen diesen Eingang zur Hölle zu verschließen, hat man da die Michaelskapelle drauf gebaut, das hat auch funktioniert, aber um ganz sicher zu gehen, hat man um diese Kapelle herum noch eine Burg gebaut. Die liegt strategisch völlig sinnlos. Die Burg von Bestisch, also die Krone Nordböhmens, die hat einen Sinn. Die liegt auf einem hohen Berg, wo man das Land überblicken kann, wo man die Handelswege kontrollieren kann, wo man auch sehen kann, ob Gäste, die da kommen, ob das gewünschte Gäste oder eher ungewollte Gäste sind. Ne? Das ist also sinnvoll. Aber Hauska liegt mitten in den Bergen, mitten im Wald, hat also ganz wenig Sichtweite, also um sich zu verteidigen. Da könnte jeder Angreifer nahezu ungesehen herankommen. Ist, wie gesagt, auch von den Anlagen her gar nicht so ausgebaut, dass man das wirklich als eine Verteidigungsfestung sehen könnte. Hat eigentlich auch keine Küche, also bis in die jüngere Vergangenheit nicht gehabt, hatte auch keine Wasserversorgung, das ging alles nur über Zisternen und über Wasser, was herangebracht werden musste, also für eine Verteidigungsanlage denkbar schlechte Karten. Aber wenn man sich diese Michaelskapelle heute anschaut, also die Burg ist heute im Privatbesitz und zwar die Erben des letzten Eigentümers, das war der Generaldirektor der Skoda-Werke, der hat das in den 20er Jahren gekauft. Und hat das dann umgebaut als Familienresidenz. Die sind noch 45 natürlich enteignet worden. Nach der Samtenen Revolution in Tschechien
wurde das wieder restituiert an die Familie und die haben jetzt mit viel Hingabe, viel Liebe zum Detail das, die Burg wieder rekonstruiert. Man kann sie sich also anschauen, man kann inzwischen dort auch feiern, man kann auch Hochzeiten machen, also ist ganz nett gemacht. Und die haben auch die Fresken in dieser Michaelskapelle dort restauriert, beziehungsweise freilegen und wieder instand setzen lassen. Und diese Ausmalungen sind für eine katholische Kirche sehr seltsam. Also man sieht Wesen, die man eher im vorchristlichen Kult zuordnen würde, die man auch eher in der mediterranen Welt vermuten würde, zum Beispiel Zentauren, also diese Wesen, halb Mensch, halb Pferd, dort aber sogar weibliche Zentauren und die sind alle bewaffnet und auf der Jagd nach Menschen. Also die zielen mit Pfeil und Bogen auf Menschen, so wie es halt auch dort beschrieben worden ist, dass die also dort die lokale Bevölkerung terrorisiert haben. Das ist aus meiner Sicht ein ziemlich klares Indiz, dass dort tatsächlich etwas war und jetzt noch ist. Und ein guter Ort nach Werner Betz. Wir hatten gerade Verbindungsprobleme kurz. Okay, nee, das habe ich von meiner Seite ja nicht bemerkt, aber ich sage es gerne nochmal. Ein guter Freund von mir, der Werner Betz, der ja auch in diesem Bereich, was so Portale und energetische Übergänge anbetrifft, forscht, der hat dort mit seinem Team auch Messungen durchgeführt auf Hausgar und hat eben festgestellt, dass tatsächlich Anomalien da sind. Also da ist wirklich etwas unter der Burg. Ganz interessant, ich würde eben sagen, auch diese Geschichten kann man dort eben bestätigen. Auch da geht es halt in eine, wie auch immer, geartete innere Welt. Natürlich den Balkan hat man angesprochen, die Bucegi-Berge, dort im heutigen Rumänien, auch eine sehr, sehr seltsame Gegend mit sehr vielen Legenden, mit sehr vielen Mythen. Dort bin ich noch nicht persönlich gewesen, deswegen, ich kann von dem, was ich gelesen habe, kann ich bestätigen, also dort ist mit Sicherheit was dran, aber eigene Erfahrung habe ich dort noch nicht gemacht, deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Aber wo ich schon gewesen bin, das sind diese Pyramiden von Visoko. Dort gibt es ja nicht nur die Pyramiden, sondern es gibt ja auch diese unterirdischen Tunnelsysteme da in Ravne. Dort sind wir auch schon drin gewesen und da hatten sowohl meine Frau, als auch ich, als auch unsere Gäste einige sehr spannende Erlebnisse, weil da unten sagt man ja, sind auch so eine gewisse Form von Drachen zu Hause, also auch von solchen Reptiloiden, Gestaltwandlern, die können halt als Mensch, die können als Drache kommen, die können eine feinstoffliche Form annehmen, also bloß auf der energetischen Ebene präsent sein, die können aber auch physisch präsent sein und also wie gesagt, Sabine spürt viele Dinge, ich bin da völlig unbegabt, also ich bin halt für spirituell überhaupt nicht irgendwo da begabt, also ich sehe da nichts, ich spüre da nichts, ist einfach so. Aber wir haben dort allesamt, also die ganze Gruppe, haben wir diese Wesenheiten auch zwei Stück davon physisch gesehen. Also die waren wirklich da. Weil unser Gastgeber, der Stefan Ball-Gruschwitz von GeoViva, der dort auch diese wunderschönen Reisen durchführt, würde ich jedem empfehlen, also wer sich dort für Visoko, für Ravne interessiert, bitte vertraut euch dem Stefan an, weil der hat eine super Lodge da, direkt an der Sonnenpyramide, keine 200 Meter vom Gipfel entfernt, also man kann da jederzeit hochgehen, ist traumhaft schön, ist ein wunderschönes Heim da, diese Lodge, die er dort gebaut hat, mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Hingabe, kann man wirklich sagen. Und er hat ganz tolle Kontakte vor Ort, nicht nur was diese Tunnel anbetrifft und die Forschungen, die der Sam da macht mit seinem Team, sondern er hat auch Kontakte zu Derwischen unten in Visoko. Das würde jetzt das Thema sprengen. Also wie gesagt, wer sich dafür interessiert, vertraut euch Stefan an, der kann euch da diese Gegend zeigen und der lebt das. Also der lebt das wirklich, da ist dort wirklich seine zweite Heimat, könnte man sagen. Und muss man dazu sagen, diese Wesenheiten, die er dort eben beschrieben hat, die kennen die Einheimischen auch und er hat uns dort zu Meditation, das haben wir mit der Gruppe immer gemacht, abends in die Tunnel gebracht. Am ersten Abend haben wir das Licht halt noch angelassen, damit man sich eingewöhnen konnte. Dann haben wir es später mal gelöscht, also wir haben da wirklich in kompletter Stille und Dunkelheit gesessen. Hochinteressant, ja, was man da auch so erlebt und was das für eine Auswirkung hat, auch auf die Sinne. Also man kann dann, wenn man etwas länger sitzt, tatsächlich sehen, das geht. Ja, auch wenn es stockfinster ist, aber man kann es sehen. Und da waren halt am zweiten Tag auch diese beiden Kollegen da, die eine etwas größer, der andere etwas kleiner. Die waren sehr, ja, ich sag mal, neutral. Die waren etwas neugierig, was wir da unten machen. Und wo die gesehen haben, dass wir uns benehmen, da haben sie uns wieder in Ruhe gelassen. Ja, die waren so auf 2-3 Meter waren die ran, haben also geschaut. Und als wir dann gesehen haben, die sind harmlos, die machen ja nichts in unserer Heimat, dann lassen wir sie in Ruhe. Ja. Also es funktioniert, wenn man da unten ist. Und wir waren nicht die Einzigen, die diese Begegnung hatten. Und sie können auch anders, weil dort hatte man einen neuen Gang begonnen auszugraben, weil diese Tunnel, die jetzt freigelegt werden, die sind ja vor circa 30.000 Jahren verfüllt worden. Ja. Und das Forschungsteam ist halt eben dran, das Stück für Stück wieder freizulegen. Und da gibt es einige Dinge, die man eben wahrscheinlich
nicht machen sollte. Also die haben dort versucht, einen Stein, oder das sind ja eigentlich keine Steine, das sind ja riesen Keramikblöcke, ja, die sind ja künstlich hergestellt, haben die versucht, aus dem Tunnel rauszubringen. Und das hat offensichtlich einem von diesen Wesen nicht gefallen. Und der hat dann mit seinem Schwanz die ganze Verschalung getroffen und da kamen so etwa 6 Tonnen Erde runter. Das war also etwas größer. Wir mussten dann ein paar andere Wege gehen in den Tunnel, um da zu unserem Platz zu kommen. Also wenn man sie verärgert, dann zeigen sie das auch, sagen wir es mal so. Deswegen sollte man eben auch dort das etwas ruhig angehen lassen. Aber das ist vielleicht so ein weiterer Platz, wo man sagen kann, dass es ja auch solche Eingänge gibt und wo eben auch Begegnungen mit solchen Wesen durchaus möglich sind. Ja. Dass Drachen oder drachenartige Wesen mit diesen unterirdischen Refugien etwas zu tun haben, das ist halt nicht nur in Asien so, also in Bezug auf Agartha oder jetzt in Bezug auf Visoko, sondern wir haben in Europa einige Legenden und zwar interessanterweise verbinden die sich mit bestimmten Kraftplätzen. Das sollen 7 an der Zahl sein, also wie auch die 7 Chakren des menschlichen Körpers, sondern das sollen 7 solche Kraftplätze sein. Und da wird unter anderem der Untersberg genannt als einer dieser Kraftplätze, aber auch der Pic de Bugarache in Südfrankreich. Das ist ein ganz interessanter Berg, der befindet sich etwa 40 Kilometer südlich von Carcassonne im Vorland der Pyrenäen und zwar an der östlichen Seite der Pyrenäen, also im Vorland Richtung Mittelmeer, in der Nähe von Rennes-le-Château, wenn man es mal einordnen will. Dort kann man den besuchen. Der Bugarache ist deswegen so besonders, nicht nur, weil er sozusagen das Wetterzentrum dort ist, also das ist wirklich die Wetterküche der östlichen Pyrenäen, sondern er ist geologisch spannend, weil er umgekehrt ist. Also man findet die ältesten Schichten des Gesteins nicht am Fuß des Berges, wie es eigentlich üblich ist, sondern auf dem Gipfel. Also irgendwas, irgendeine Kraft hat ihn während der Auffaltung der Pyrenäen sozusagen auf den Kopf gestellt. Und die französischen Geologen nennen ihn halt deswegen Montagne Inversée, den umgedrehten Berg. Und da haben wir wieder Gilles Dern, der hat ja in seiner Zeit dort in dieser Region auch häufig mal Urlaub gemacht am Mittelmeer unten. Sonst wäre er auch nicht an die Ideen oder Informationen über seine Nautilus da gekommen. Und er muss auch mit diesem Berg was zu tun gehabt haben, weil er hat ja in seinem Roman, wo es um diese unbekannte Insel geht, da spielt ja auch diese Insel eine Rolle, die man als die umgekehrte Tasse, also Backup bezeichnet. Und das ist offensichtlich das Vorbild. Und im Bugarache gibt es tatsächlich gewaltige unterirdische Höhlen und Anlagen. Es gibt einen Zugang, der ist teilweise aber also inzwischen gesichert. Wir haben den in den 90er Jahren noch nutzen können, ohne irgendwelche Absicherung. War aber ganz ehrlich rückblickend sehr sportlich, sagen wir es einfach mal so, weil man bewegte sich dann nur durch einen relativ engen Höhlenschlund hinein, dann erweiterte sich diese Höhle, war aber eine schräge Ebene, auf der man sich maximal auf allen Vieren fortbewegen konnte. Ne? Oder besser kriechen. Also die war geneigt und dann gab es einen Abbruchwinkel und von da ging es einfach in unergründliche Tiefen. Wir haben dort Fackeln, wir haben dort Knicklichter runterfallen lassen. Das verschwand irgendwann einfach mal in der Dunkelheit. Man hat dort aber immer einen sehr starken Windzug gehabt. Also das gab offensichtlich eine Bewetterung. Da kam eben auch Frischluft in dieses System hinein. Aber wie tief das darunter ging, das kann ich nicht sagen. Es gibt auch einen unterirdischen See, den man befahren kann zum Teil. Es gab in den 90er Jahren, 1992, als ich das erste Mal unten war, eine Woche nach unserem Aufenthalt, gab es eine bis heute ungeklärte Flutwelle, die die Blanc hinuntergeflossen ist. Die Blanc ist ein kleiner Fluss, der aus dem Bugarache entspringt. Und dort kam plötzlich aus dem Berg eine unglaubliche Wassermenge, obwohl es eben keinen Starkregen gegeben hatte, keine außergewöhnlichen Niederschläge, sondern da kam diese Wassermenge und 11 Menschen hat es damals mitgerissen, die sind dort ums Leben gekommen. Also da ist auch etwas im Grund, was bis heute nicht ganz so geklärt ist. Ja. Dort, wie gesagt, dieser Berg soll einer dieser Kraftpunkte sein und auch der Wawelhügel in Krakau, dort wo die alte polnische Königsburg steht. Ich sehe gerade mal eine Frage hier, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Auswirkungen auf die Bewohner von Innererde? Ja, also wir wissen aus dem Gebiet von Tibet, wir wissen aus dem Gebiet von der inneren Mongolei, dass also bei Erdbeben es auch Zerstörung gegeben hat in diesen Refugien. Wir wissen auch von Südfrankreich, ich hatte ja gerade die Gegend um den Pic de Bugarache angesprochen, da gibt es auch eine
unterirdische Anlage, halbwegs zwischen Bugarache und Rennes-le-Château, an einer Quelle, die wird als Fontaine, oder ja, Fontaine de Salé, also die Salzquelle bezeichnet. Die ist wirklich salzig und da wird seit Jahrtausenden unterirdischer Salzstock ausgeschwemmt. Und da gibt es unter den Bergen eine Anlage, die ist definitiv technischer Natur, die soll auf die atlantische Zeit zurückgehen. Es gab Leute, die drin gewesen sind, unter anderem der französische Forscher Jean Drinier, ein guter Bekannter von mir, ein guter Freund, der dort vor Ort lange Zeit gelebt hat, der Udo Fitz, der hat sein Archiv verwaltet, sozusagen den Nachlass dort aufgearbeitet. Der hat auch Kontakte da in diese Richtung gehabt. Und diese Stadt oder diese unterirdische Anlage nennt man Otanica. Die soll gewartet werden von einer Art, ich würde sagen, Bio-Androiden, also halb Mensch, halb Maschine, und befindet sich in einer Art Ruhezustand. Es ist nicht ganz ungefährlich, da reinzugehen. Da gab es auch einige Leute, die das mit dem Leben bezahlt haben. Aber in Bezug auf die Erdbeben, um da drauf auszugehen, die Gegend ist da teilweise tektonisch auch etwas in Bewegung. Und da gab es im 18. Jahrhundert Erdbeben, der hat offensichtlich einen der Zugänge zu Otanica zerstört. Wir haben in der Zeit von 2009 bis 2011 dort in Zusammenarbeit mit der Universität von Göttingen Messungen durchgeführt, und zwar mit allem, was da an Bodenradar und an anderen Messmethoden möglich war. Hintergrund war, die Göttinger hatten ein neues Computerprogramm geschrieben, was also die Auswertung dieser Aufnahmen der im geologischen Bereich erheblich verbessert hat, und wollten das ausprobieren, und wir wollten natürlich wissen, was sich im Boden bei Rennes-le-Château befindet. Auf die Weise sind wir zusammengekommen und haben dann, wie gesagt, über 2 Jahre dort unsere Programme gemacht, hatten teilweise auch sehr umfangreiches Equipment dabei und können zumindest sagen, anhand der Messergebnisse, ja, Otanica existiert. In der Nähe von Rennes-le-Château existiert auch noch mehr. Da gibt es den unterirdischen Mithras-Tempel, da gibt es die Nekropole der Westgoten, die auch von Jean-Alain Tsipras schon beschrieben worden ist. Die haben wir noch ausmessen können, also Tsipras Ergebnisse aus den 80ern bestätigen können. Es gibt noch ein unterirdisches Mausoleum aus römischer Zeit. Da kümmern sich momentan die Kollegen von Carcassonne und Toulouse drum. Da wird es wohl auch einige Ausgrabungen geben. Und wie gesagt, an der Salzquelle eben dieser Eingang auch nach Otanica, der offensichtlich verbrochen ist. Das sind, ich sage jetzt mal, nur 25 Meter, die man freilegen müsste. Aber diese Gegend um die Salzquelle wird von der ONF, also der französischen Forsttreuhand, verwaltet. Da gibt es also keinen wirklichen Besitzer. Und die Forsttreuhand, die sollen das eigentlich wieder einer landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Nutzung zugänglich machen. Ist alles ein bisschen kompliziert. Dann ist das auch noch teilweise Naturschutzgebiet, weil es da außergewöhnliche Pflanzen und Tierarten gibt. Und ja, also nicht ganz einfach. Und wenn man dort jetzt kommen würde und sagen, ach, liebe ONF, wir bringen mal 3 Bagger mit und dann noch einen Bohrer und da haben wir mal 25 Meter Loch da rein, weil da wollen wir noch Otanica, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Reaktion ausfallen würde. Es ist also etwas kompliziert. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich in der jetzigen Zeit diese Technik dort, die sich definitiv da befindet, freilegen möchte, weil momentan sehr unruhig und man weiß nicht, ob es heute in die richtigen Hände geraten würde. Deswegen würde ich da noch ein bisschen warten. Vielleicht in 5 oder 10 Jahren, könnte ich mir vorstellen, hat sich die Situation dann so geändert, dass dieses Wissen dann vielleicht auch nützbringend der Verwendung zugeführt werden kann. Heute wäre ich nicht so sicher. Ne? Also das vielleicht als Hintergrund. Dann zu der Frage eben, dass es durchaus halt wirklich Auswirkungen gibt, auch auf die innere Erde, wenn es solche Katastrophen gibt. Zurück zum Wavelhügel und zu den Schlangen- oder drachenartigen Wesen. Es gibt also eine Geschichte von dem Waveldrachen, nur am Rande, dass da also auch so ein Drachen beschrieben wird. Es gibt also Zeit des ersten polnischen Hochkönigs. Eine Beschreibung, muss man dazu sagen, der Einiger Polens war eigentlich der Sohn eines sehr schwachen Königs, hat viel seiner Kindheit und Jugend im Exil verbracht und es war eigentlich gar nicht sicher, ob er überhaupt es bis auf den Thron schafft, geschweige denn, ob er dann wirklich mal herrschen wird. Aber er hat es geschafft und die Historiker sind bis heute also sehr verblüfft, mit welcher Zielstrebigkeit, mit welcher Beharrlichkeit er auch die größten Hindernisse überwunden hat, um dann letztlich wirklich das Polnische Reich zu einen. Und er selber hat, als er dann sozusagen fest auf dem Thron saß, dieses Geheimnis auch mal enthüllt. Und zwar soll das basieren auf einem Erlebnis, was er als
ja, in relativ jungen Jahren, so mit 10, 12 Jahren hatte und was sich auf diesen Wafelhügel bezieht. Dort soll sich in einer unterirdischen Halle ein großer schwarzer Stein, also eine Steinsäule befinden und diese schwarzen Steine seien auch an allen anderen dieser 7 heiligen Plätze in Europa zu finden. Also offensichtlich irgendwo einer im Untersberg, auch irgendwo unterm Bügerasch soll es solche Hallen geben, wo eben diese schwarzen Steine stehen, die aber eine ganz merkwürdige Eigenschaft haben. Die wirken sehr technisch. Also die leuchten aus sich heraus. Also es scheint kein bloßer Stein zu sein, sondern etwas anders. Und dieser polnische König hat beschrieben, als er als Kind aus Neugier in diese Halle da hineingekommen ist und diesen schwarzen Stein sah, hat er sich sozusagen magisch von ihm angezogen gefühlt. Und konnte es nicht lassen, er musste ihn berühren und dann hätte ihm dieser Stein sozusagen eine Botschaft verkündet, nämlich, dass er tatsächlich der Einiger Polens sein wird, dass tatsächlich eine große, ruhmvolle Zukunft auf ihn wartet und hat ihm auch wohl die Schwierigkeiten gezeigt, die er überwinden muss und auch die Art, wie er das schaffen wird. Also das soll sozusagen sein Geheimnis gewesen sein, wie er all diese Widerstände überwinden konnte und dann eben zu dem König wurde, der er halt geworden ist. Interessant ist, dass die Polen bis heute diese Legende wiederholen. Man nennt diese schwarzen Steine Chakram. Das ist ein Wort, das findet man nicht im Lateinischen, das findet man nicht im Polnischen, auch in keiner anderen europäischen Sprache. Ähnlich wie Bügerasch, also der Name des Berges in Südfrankreich, stammt weder aus dem Französischen noch aus dem Okzitanischen. Also ist auch so eine Schöpfung oder Verballhornung, über die man sich bis heute streiten kann. Interessant ist, dass diese Chakrams, also diese schwarzen Steine, von einer Gottheit namens Shiva verteilt worden sein sollen über Europa. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Im erzkatholischen Polen, im katholischen Südfrankreich und ja auch immer noch im christlich geprägten Deutschland findet man schwarze Steine, die auf eine hinduistische Gottheit zurückgehen. Denn Shiva, den gibt es tatsächlich. Da ist im Hinduismus einer der drei Hauptgötter. Da haben wir Brahma, den Schöpfer, wir haben Vishnu, den Erhalter und Shiva ist halt der Transformer, der Wandler. Und er wird tatsächlich in Indien, in den Hindu-Tempeln, in Form eines großen schwarzen Steins oder grauen Steins, einer großen Steinsäule verehrt. Das ist das sogenannte Shiva-Lingam. Manche sagen, es sei ein Phallus-Symbol, ein Fruchtbarkeitssymbol. Kann man trefflich drüber diskutieren. Aber es ist sein Symbol. Und jetzt finden wir im christlichen Europa genau diese Symboliken und wir finden diesen Begriff Chakram. Das ist eine Verballhornung. Das kommt von Chakra. Ja, ein Chakra ist der Energiepunkt im menschlichen Körper, aber auch der Energiepunkt der Erde. Das heißt, wir haben es dort mit sehr hoch energetisierten Plätzen, wir können sagen Kraftorten, zu tun. Und offensichtlich ist durch die Berührung dieses, ja, wie auch immer gearteten Chakrams, ja, diese wie auch immer gearteten schwarzen Steines oder was das auch immer sein mag, ein direkter Kontakt auch zum Weltgedächtnis, also zur Akasha-Chronik möglich. Das heißt, dieser Transmitter da im Wafelhügel hat dem König sozusagen die Botschaft aus der Akasha-Chronik übermittelt. Also ganz, ganz spannend. Und der wurde als heilkräftig erachtet. Auch so eine interessante Geschichte. Und der polnische König ließ dann, als er seine Burg auf dem Wafelhügel dort erweitert und umgebaut hat, ließ er eine ebenfalls unterirdische Kapelle errichten, in der sich ein Abbild dieses Chakrams befindet. Und diese unterirdische Kapelle soll sich unmittelbar über der eigentlichen Halle im Hügel befinden. Ist ein Bestandteil der Burg und war auch etliche Zeit öffentlich zugänglich, war ein beliebter Wallfahrtsort unter den Polen. Vor allen Dingen Leute, die gesundheitliche Probleme hatten, vor allem auch chronischer Natur, die baten dort um Genesung. Und da sollen sich auch ziemlich viele Spontanheilungen ereignet haben. Das Problem an der ganzen Geschichte: Die Kirche mochte das nicht so, ne? Weil also ein hinduistisches Symbol in der christlichen Kirche, dann auch noch diese Wallfahrten, die sozusagen vom Bischof oder Erzbischof dort nicht abgesegnet waren, da hatte die Kirche Bedenken. Und man muss dazu sagen, der Klerus in Krakau, der galt immer schon als etwas päpstlicher als der Papst. Also die haben es 150%ig gemacht, was so die offizielle Lehre der katholischen Kirche betrifft. Sagen wir mal,
Nordostzeiten war das sowieso nicht so beliebt. Also hat man es eher dann so als Touristenattraktion abgetan. Aber die Parteiführung konnte damit auch nicht so richtig umgehen. Und nach 90, ja auch mit der, sagen wir, dieser neuen Spiritualität, die sich dann auch ausprägt in Osteuropa, gab es natürlich eine Riesenwelle von Besuchen dort in dieser unterirdischen Kapelle. Und letztlich haben aber dann die Autoritäten beschlossen, diese Kapelle zu schließen. Also man kann da nicht mehr rein. Und dann gab es Folgendes, dann gingen die Einheimischen immer an die Wand der Kapelle und haben sich dort dran gerieben oder haben eben dort diese Wand berührt, einfach um dadurch den Segen zu bekommen. Und langer Rede, kurzer Sinn, inzwischen steht da Security und achtet darauf, dass man dieser Wand nicht zu nahe kommt. Ne? Aber diese unterirdische Halle, diesen Chakram, den soll es tatsächlich bis heute noch geben. Eine ganz interessante Geschichte, womit wir vielleicht auch so diese Geheimnisse dieser Kraftorte ein bisschen mit erklären können. Vielleicht, warum es auch solche Zeitphänomene am Untersberg gibt, so etwas Ähnliches wird halt eben auch als Kakao beschrieben, so etwas in der Richtung. Ja. Wir haben ja auch nochmal, oder ich habe das ja angekündigt, wegen dem Kristallschädel. Hat das dann auch irgendwas damit zu tun? Du hast ja sogar einen, ne? Ja, der Hintergrund ist, die Kristallschädel sind natürlich eine eigene Geschichte. Innererde könnte, ich sag's mal so, könnte eine Rolle mitspielen, weil eine der Entstehungslegenden dieser Kristallschädel besagt, dass sie sozusagen Hinterlassenschaften von frühen Hochkulturen sind. Also, dass sie auch zum Teil aus der atlantischen, aus der lemurischen Zeit stammen, zum Teil von Mu. Manche sagen auch, sie seien außerirdischen Ursprungs. Und ursprünglich soll es ja mal 52 von diesen Kristallschädeln gegeben haben, also wirklich die ursprünglichen. Und die werden beschrieben als beseelt. Also die sollen sozusagen Heimstatt sein für Geistwesen, die sich sozusagen entschieden haben, diese Kristallschädel als Vehikel zu nutzen für ihre Reise durch Raum und Zeit und auf diese Weise auch ihr Wissen teilen können, aber natürlich selbst auch neue Erfahrungen machen können. Und das so soll diese ursprüngliche 52 Kristallschädel erklären. Manche sagen, es sind 13 verschiedene außerirdische Rassen gewesen, die jeweils eben 13 dieser Schädel hier hinterlassen haben, so in Sets. Das sind so die Beschreibung. Da kann natürlich auch die innere Erde, wenn wir das sagen, diese Zivilisationen, die sich dahin zurückgezogen haben, sind möglicherweise Überreste von Kulturen, die vor unserer eigentlichen Zeit existiert haben. Wenn wir zum Beispiel den Hinduismus betrachten, da gibt es ja diese Rechnung in Weltzeitaltern, also den Yugas. Wir haben im Bereich der Maya die Rechnung ebenfalls in diesen zyklischen Art in Sonnen, ne? Also das eine Sonne, Kalender entspricht halt dem Weltzeitalter im Kalender der Hindus. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass also sozusagen Leute aus dem bronzenen Zeitalter oder vielleicht sogar noch aus dem silbernen Zeitalter sich dort in diese unterirdischen Refugien zurückgezogen haben. Und die könnten natürlich dann auch die ursprünglichen Hüter der Kristallschädel gewesen sein. Also in Indien sagt man zum Beispiel in Kalapa, also Shambhala, das sei heute auch noch die Zuflucht der sieben Rishis, also dieser Saptarishis, die dem vedischen Zeitalter die Palmblatt-Bibliotheken in Indien geschaffen haben sollen. Also die sollen dort noch physisch in Shambhala leben, weil dieser Platz es auch ermöglichen würde, viel länger zu leben als sozusagen das irdische, normale irdische Alter wäre. Also es würde sozusagen auf die Langlebigkeit sich positiv auswirken. Ich selbst habe zum ersten Mal mit den Kristallschädeln direkten Kontakt gehabt im Jahr 2009. Da hat mir in England bei der Besichtigung eines Kornkreises jemand einen Kristallschädel ausgehändigt unter sehr merkwürdigen Umständen. Das war ein schwarzer Kristallschädel aus Goldobsidian. Das ist ein Mineral, das gibt es nur in Mexiko. Und dort hatte ich dann die Aufgabe mit der Aushändigung dieses Schädels verbunden, den zu diesem Treffen der Kristallschädel da am 21.12.2012 ins Maya-Land zu bringen. Das ist mir auch gelungen und dort im Land der Maya hat es auch dieses Ritual gegeben, wo die Maya sagen, sie haben mit diesen 13 Kristallschädeln wieder dieses alte Orakel, dieses alte Staatsorakel der Maya erschaffen und haben eine Art Portal geöffnet, über das die alten Götter und das alte Wissen wieder in das Land hineinkommen kann. Sie sagen also nach dem erfolgreichen Abschluss des Rituals, dass ihre Tempel wieder leben. Also dass sozusagen das alte Wissen auch das Land wieder erfüllt. Und wenn wir so sehen, wie sich jetzt die Situation entwickelt, ist es tatsächlich ja so, dass viele Länder, Völker, viele Nationen, die man so aus europäischer Sicht der so nonchalant der dritten Welt zuordnet, ja, was ist das für eine Beschreibung? Ja? Wie erhebt man sich eigentlich über andere, wenn man solche Begriffe benutzt? Ja? Und nichtsdestotrotz war das ja lange Zeit offizieller Sprachgebrauch, aber jetzt sind es plötzlich die Völker dieser dritten Welt, die sagen,
wir spielen nicht mehr mit. Wir haben unsere eigene Geschichte. Wir haben unseren eigenen Weg. Wir haben unsere eigenen Ideen, wie wir die Zukunft gestalten können. Wir müssen diesem Westen nicht mehr nacheifern, nachstreben. Wir müssen uns von euch nicht mehr ausnützen lassen. Wir müssen uns von euch nicht mehr sagen lassen, wie wir zu leben haben und was richtig und was falsch ist. Wir haben unsere eigenen Ideen. Und das, denke ich, hängt auch mit diesen energetischen Prozessen zusammen, weil es sind alles Prozesse. Es ist nicht etwas... wo man sagen kann, das geht mit dem Fingerschnipsen. Viele haben es gehofft, damals an diesem 21.12.2012, dass sozusagen mit einem Schlag alles in Butter ist, wir steigen die fünfte Dimension auf, die Außerirdischen holen uns ab, wie auch immer. Andere haben eben mit dem Weltuntergang gerechnet, aber siehe da, ist gar nichts passiert an diesem Tag, also jedenfalls nicht im Außen. Und aber die Prozesse, die sich entwickelt haben, die Dinge, die momentan im Fluss sind, da sehen wir, dass das natürlich große Veränderungen sind. Und ich denke, das hat alles auch mit diesem neuen Weltzeitalter zu tun, in das wir uns hier hineinbewegen und wo dieses alte Wissen auch wieder die entsprechende Rolle spielen wird. Und dort bei diesem Ritual oder nach diesem Ritual hat man mir einen Kristallschädel anvertraut, der ist ja etwas größer. Ich nehmen jetzt gerade mal Upsi ins Bild. Da wiegt nämlich so fast 6 Kilo. Okay. Ich habe gedacht, das wäre so ein kleines Ding, aber das ist ja riesig. Der hat Originalgröße, das ist Koh-i-Noor. Und dieser Schädel soll ursprünglich mal dem Templerorden oder im Templerorden bewahrt worden sein. Das soll dieser Baphomet gewesen sein, dieser sprechende Kopf, den sie angebetet haben. Und sie haben ihn eigentlich aus Jerusalem mitgebracht, wo ein Teil der salomonischen Schätze gewesen ist, die sie halt am Tempelberg entdeckt haben. Und in diesen salomonischen Schatz soll er gekommen sein als eine Morgengabe der Königin von Saba. Und die wiederum soll ihn aus Indien, also aus dem tibetischen Bereich, erhalten haben. Weil das ist auch ein Bergkristall, der kommt aus Tibet, der ist ein weiblicher Bergkristall, deswegen ist er auch so ein bisschen matt. Das heißt also, weiblicher Bergkristall bedeutet, der erlaubt anderen Mineralien, sich sozusagen auf seine Struktur draufzusetzen. Männlicher Bergkristall ist immer sehr klar. Weiblicher Bergkristall, wie gesagt, etwas schleieriger so von der Struktur her. Wenn man aber mit ihm arbeitet, also diese Kristallschädel, die teilen ja gern auch ihr Wissen und Koh-i-Noor macht das ja auch. Wir hatten das erst letztens wieder mal auf einem Kongress in Elwang, da war er mit dabei, da haben also die Leute mit ihm meditieren können und dann verändert er sich. Ja? Also dann wird er auch ohne Berührung, wird er plötzlich warm, was also beim Bergkristall außergewöhnlich ist. Ja? Und er wird klar, also je intensiver man mit ihm arbeitet, umso mehr verziehen sich diese Schleier im dem Mineral und er wird dann richtig klar, wie man eben sich auch einen männlichen Bergkristall vorstellen kann oder zum Beispiel den Mitchell Hedges Schädel, da ist ein männlicher Bergkristall. Und dann, wenn er wieder in die Ruhephase geht, dann kommt sozusagen diese Schleier wieder zurück. Also das ist ein ganz interessantes Phänomen, was wir dort erlebt haben. Wer jetzt Interesse hat, mal kurz entschlossen, den Koh-i-Noor mit zu treffen, vielleicht auch speziell über Innererde mehr zu hören. Ich bin mit meiner Frau zusammen am kommenden Wochenende in Niederösterreich, in Zellerndorf. Da hat der Forschungsverein Innererde seine Jahreshauptversammlung. Da kann man aber auch als Nichtmitglied hingehen, kann man sich das alles anschauen. Ich bin einer von etlichen Referenten, die das dort machen. Einfach mal beim Forschungsverein auf die Website gehen. Wir können es auch noch mal ein bisschen verlinken hinterher, das geht sicherlich auch. Und dann einfach mal schauen, wenn es Interesse besteht, einfach kommt dahin, schaut es euch an. Es gibt auch sogar noch ein paar Besichtigungen am Sonntag, wo, sagen wir mal, interessante Plätze, die in, als Kraftort beziehungsweise als steinzeitliches Observatorium beziehungsweise auch die Verbindungen mit diesen Themen in der Erde haben können, die können besichtigt werden. Also das ist eine schöne Veranstaltung, die eine schöne runde Sache ist, würde ich sagen, die da von Freitag bis Sonntag stattfinden wird. Freitagabend gibt es ein Ritual im Stil der Maya, wo wir halt also diese neue Zeit mit begrüßen, ne, ein bisschen was für einen reibungslosen Übergang hier mit tun wollen. Also alle herzlich eingeladen, dort vorbeizuschauen. Und wenn man schon mal in Niederösterreich, weil das ist im Weinviertel Zellerndorf, wenn man da schon mal in der Gegend ist, dann auch ein Abstecher nach Kronberg nicht vergessen. Kronberg, da gibt es die Himmelkeller. Das ist auch was mit unterirdischen Refugien. Das ist eine Riesenanzahl von unterirdischen Tunneln, Kellern, riesigen Gewölben, die in den dortigen Sandstein hineingearbeitet worden sind. Die haben eine ganz, ganz lange Tradition. Das geht zurück, wahrscheinlich sogar bis zur Römerzeit, vielleicht zu
sogar noch weiter. Es gibt eine unterirdische Templerkapelle dort und der Professor Bauch, der sozusagen die Himmelkeller erforscht hat und auf seinem Grundstück das alles zugänglich gemacht hat, der hat dort unglaubliche Forschungsarbeit geleistet. Einer seiner Söhne mit seiner Frau, mit seiner Familie betreut momentan das Anwesen. Die sind sehr nett, die Leute, die geben auch gerne Auskunft und man kann dort eine Führung machen durch die Himmelkeller. Sehr, sehr zu empfehlen. Sollte vorher aber kurz mal anrufen, ob das alles passt. Also es gibt reguläre Öffnungszeiten, findet man alles im Netz. Aber ist natürlich gut, wenn man halt direkt mit Bauch Junior das Ganze machen möchte, dort einfach mal vorher sich anzumelden. In Wien, wenn wir schon bei Kollegen sind, die wir empfehlen können, wer das unterirdische Wien mal kennenlernen will, ich bin da vor Corona mit meiner Frau und einer Reisegruppe gewesen. Wir haben nämlich eine Tour auf den Spuren der Templer und Alchemisten zusammengestellt. Da sind wir unter anderem eben in Böhmen unterwegs. Da schauen wir uns auch diese Burg Hauska an, von der ich gesprochen hatte. Da sind wir in Böhmisch-Krummau im Zentrum der Alchemisten. Wir sehen in ein unterirdisches Alchemistenlabor und Gabriele Lukacs, die hat uns in Wien das unterirdische Wien gezeigt. Also ich muss sagen, da war ich von den Socken. Ich wusste nicht, dass Wien bis zu 7 Stockwerke unter die Erde reicht. Ja, also was da alles zu finden ist. Man besucht, kann mit ihr auch das Hauptquartier der Deutschmeister, also des Deutschmeisterordens besuchen. Das gibt es heute noch, also diesen deutschen Ritterorden. Der hat dort noch seine Residenz in Wien und gegenüber im benachbarten Haus befand sich im Mittelalter das Hauptquartier der Templer in Wien und als die Templer verfolgt wurden, gab es wohl auch unterirdische Verbindungen, wo die sich dann also in das Haus der Deutschherren retten und zurückziehen konnten und wo sie auch ihr Vermögen, ihre Archive in Sicherheit gebracht haben. Die Legende will von der Blutgasse wissen, also von dem Massaker an den Templern dort. Es gibt tatsächlich diese Blutgasse, aber die Gabriele sagt, also je länger die Zeit vergeht, also umso höher steigt das Blut in der Gasse. Das ist mit anderen Worten eine schöne Geschichte, aber hat mit der historischen Realität dort nichts zu tun. Also die Templer sind dort nicht umgebracht worden, sondern die haben sich halt dann zum deutschen Orden zurückgezogen und wahrscheinlich auch ihr Wissen, ihre Kenntnisse dort den Deutschmeistern weitergegeben. Man kann im Quartier der Deutschmeister wohnen, ist zu empfehlen. Wer dort Recherchearbeit betreiben will, der deutsche Orden hat eine sagenhaft sortierte Bibliothek. Also nur als Info, wer sich so für Phänomene oder für Geschichte interessiert, sich damit befassen will, der ist dort wirklich gut beraten und die Kollegen sind auch sehr hilfreich. Ja? Die sind also sehr nett, sehr gastfreundlich und unterstützen einen bei der Arbeit gerne. Das vielleicht mal so als Information, dass man halt eben nicht nur in der Wildnis am Untersberg rumstöbern kann, sondern eben auch ganz zivilisiert meinetwegen in Wien da sein Forschung nachgehen mag. Na, da gibt es also auch die entsprechenden Möglichkeiten. Wo es auch noch interessant ist, wäre, da sind wir immer noch in Österreich, und zwar im Gebiet um den Stift Vorau, das ist dann Richtung Burg an Kärnten. Der Dr. Kusch sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas, wer sich dort mit diesen unterirdischen Themen beschäftigt. Der hat ja 30, 40 Jahre, könnte man sagen, seines Lebens investiert in diese Forschungen, hat sehr interessante Entdeckungen gemacht. Also es gibt Beweise, kann man wirklich sagen, dass Tunnel unter Europa existieren. Ein ganzes Netz von Tunneln nach seinen Recherchen 10 bis 12.000 Kilometer. Vom Polarkreis bis in die mediterrane Welt. Man muss sich vorstellen, wir haben eine ganze Welt unter uns. Und die war auch bekannt, die war in der Antike bekannt, die war noch im Mittelalter bekannt. Aber während der Zeit der Gegenreformation hat die katholische Kirche alles daran gesetzt, diese Erinnerung weitgehend auszulöschen und auch bekannte Eingänge in diese Unterwelt zu verschließen. In der Nähe von Graz gibt es einen Ort, an dem soll sich noch ein Erdstall befinden. Diese Erdstelle kennt man ja aus Süddeutschland, aus Österreich. Das sind ja so unterirdische Anlagen, die sehr merkwürdig beschaffen sind, mit sehr unterschiedlichen Durchmessern der einzelnen Gänge, mit Durchschlüpfen. Keine wirkliche, sag mal, Planung dieser Anlage ist da erkennbar, keine wirkliche Struktur. Das wirkt alles eher wie so ein Kaninchenbau, der immer tiefer hineingeht. Man bringt das eben mit Legenden um die Zwerge da in Verbindung. Man kann es sich aber nicht so richtig erklären. Die meisten dieser Erdställe werden eben entweder als Vorratslager genutzt, waren in Kriegszeiten auch Zufluchtsstätten. Aber als man sie entdeckt hat, waren sie immer leer. Nur
In Graz will man in den ausgehenden 20er Jahren des letzten Jahrhunderts einen solchen Erdstall entdeckt haben, der noch in seiner ursprünglichen Form erhalten war. Und da habe sich etwas da drinnen befunden, was die beteiligten Wissenschaftler, die man dann also hinzugezogen hat, als eine biologische Maschine bezeichnet haben. Also ein Organismus, der aber auch technischen Hintergrund hatte, der offensichtlich auch eine Art Portal erzeugen konnte, vielleicht zu einer anderen Welt, vielleicht auch in die innere Erde, vielleicht auch irgendwohin in den Kosmos. Das war nicht so richtig feststellbar. Man hat alles Mögliche versucht, diese biologische Maschine da zu extrahieren. Das hat allerdings nicht funktioniert. Nach der Annexion Österreich haben sich die Deutschen da versucht, nach dem Krieg die Russen und die Amerikaner, aber keiner hat es so richtig in Griff bekommen können. Man hat dann sich entschlossen, das Ganze wieder zuzuschütten in den 50er Jahren. Und in der Zwischenzeit ist dort die Straße ausgebaut worden, da ist ein Supermarkt in der Nähe entstanden. Und langer Rede, kurzer Sinn, also dieser Erdstall befindet sich noch da unter dem Parkplatz des Supermarktes. Und wenn man da weiß, an welche Stelle man gehen kann, kann man alles hinlegen, was rund ist. Also egal, eine Flasche oder ein Rührholz oder was auch immer. Hauptsache, es ist rund. Und das beginnt sich dann in Spiralen zu bewegen, kommt dann zum Zentrum dieses Punktes und dreht sich da einfach. Also es ist nichts Magnetisches, weil es funktioniert, wie gesagt, auch mit Holz oder mit einer Plastikflasche, aber es gibt eine Kraft, die dort entsprechende Auswirkungen hat. Ist ganz interessant zu sehen. Wer aber jetzt sagt, oh ja, das grab mal aus, viel Spaß bei der Gemeinde und vor allen Dingen auch bei dem Besitzer des Supermarktes, einfach mal zu sagen, du, Kollege, ich habe gehört, unter deinem Parkplatz, da gibt es so einen Erdstall und da ist noch was drin, das will ich jetzt rausholen. Oh, ich bringe eben mal einen Bagger vorbei und komm, lass uns mal graben. Ich glaube, das wäre nicht so eine gute Idee. Ne? Also dort ein bisschen zurückhaltend sein bei solchen Themen. Ne? Es ist das eine, das zu wissen, aber so wilde Aktionen auszuführen, das kenne ich aus Rennes-le-Château, das haben viele Leute dort gemacht und das mögen die Einheimischen überhaupt nicht. Ne? Ja. Also bei allen Forschungsarbeiten immer Rücksicht walten lassen. Egal, ob ich jetzt im spirituellen Bereich unterwegs bin, ob ich mit einer Sonde unterwegs bin. Liebe Freunde, wenn ihr irgendwas machen wollt, wenn ihr wirklich Feldforschung machen wollt, ich weiß, es gibt auch viele Urbexer, die da gerne mal rausgehen und dann so die Lost Places erkunden. Alles gut, alles zugestanden, interessante Hobbys, aber einige grundlegende Dinge. Bitte, bevor ich irgendwo was mache, da frage ich erstmal, da frage ich den Eigentümer, da frage ich demjenigen, der das Grundstück gehört. Wenn ich weiß, dass die Antwort Nein ist und ich gehe trotzdem rein, ist das erstmal ein Risiko, weil das ist nämlich Hausfriedensbruch. Wenn ich das aber mache, ist bei manchen Lost Places ist natürlich möglich. Wenn ich das mache, dann bitte lasst es so, wie ihr es vorgefunden habt. Ja, also nicht irgendwelche Souvenirs mitnehmen, irgendwas. Na, dann, wenn das jeder macht, ist von dem Lost Place in 3 Jahren gar nichts mehr da. Ich weiß zum Beispiel, in Berlin, die Belitzer Heilstätten, ne, wer es kennt, wie interessant das Anfang der 90er dort gewesen ist und wie gruselig das heute da aussieht. Ne? Also alles zerstört, beschmiert, weil eben die Leute sich halt eben nicht an die Regeln gehalten haben. Ne? Und das ist immer bedauerlich, weil man möchte doch sowas eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, man möchte es doch erhalten, man möchte es doch zeigen und man möchte es nicht kaputt machen. Ne? Also das vielleicht so als Grundregel, wenn man da in der Richtung was macht. Also und nicht zu vergessen, bei solchen Sachen geht niemals, bitte niemals allein. Gerade wenn es so sagt, wir gehen in eine Höhle, wir suchen mal nach inner Erde. Ich bin in den 90er Jahren mit guten Freunden auf den Spuren von Otto Rahn in Südfrankreich unterwegs gewesen. Der hat in einem seiner Bücher geschrieben, ich glaube Luzifers Hölfgesind ist es, dass es von den Höhlen oder diesen Höhlenfestungen, den Spulgas von Born, rüber in diese große Grotte von Lombrief, ja, die ist eine der größten Grotten in ganz Deutschland, also kann man 27 Kilometer, Entschuldigung, Deutschland, ganz Europa, kann man 27 Kilometer sich unter Tage fortbewegen. Also das sind nur die Gegenden, die man erkundet hat, da gibt es noch mehr, ja, aber 27 Kilometer sind dort offiziell begehbar. Und da soll es also Verbindungen zwischen den Höhlenfestungen und dieser Grotte geben. Ich kann aus Erfahrung sagen, ja, die gibt es, aber wir waren 9 Stunden am Stück unter Tage. Und ich würde das niemals jemandem empfehlen, das allein oder zu zweit zu machen. Wir waren dort zu fünft unterwegs und das war auch ganz gut. Am Ende hatten wir einfach nur noch ein paar Knicklichter. Alles andere Licht war aus. Also wir hatten keine Batterien mehr, nichts, war alles durch. Und deswegen also gut vorbereiten, niemals allein gehen und immer auf die Eigensicherung achten, weil gerade auch in Südfrankreich in den Bereich dieser Speleologenforschung, da hat es schon viele, viele Unfälle gegeben. Und man
wenn man in so eine Sache reingeht, in solche unterirdischen Höhlen, gerade auch am Untersberg, sollte man sich auch immer bewusst sein, oder bei Hausrat zum Beispiel, wenn ich da irgendwelche Felsabbrüche oder irgendwelche Spalten erkunde, ich begebe mich in unbekanntes Territorium und ich muss dann dort auch an solchen, ich sag mal, mysteriösen Plätzen mit Dingen rechnen, mit denen ich anderswo vielleicht nicht rechnen muss. Na, also dort wirklich auch Eigensicherung ganz, ganz wichtig, wenn man es denn macht vor Ort. Ja, aber wir haben in Tibet, auf der indischen Seite, Klein Tibet muss man sagen, in Ladakh, haben wir ein interessantes Erlebnis gehabt, weil ich habe natürlich die Mönche dort auf unserer Reise gefragt in den einzelnen Klöstern, sei es in Spitak, sei es in Tikse gewesen, ob es denn wirklich diese unterirdischen Städte gibt, was die darüber wissen. Und vor allen Dingen wollte ich wissen, warum in aller Welt man sich da oben in Ladakh ansiedelt. Ja, man muss sich vorstellen, Ladakh wird nicht umsonst Klein-Tibet oder Mondland genannt. Also wenn man da ist, denkt man, man ist wirklich auf einem anderen Planeten. Ja. Über einem ein ewig blauer Himmel, weil es regnet dort 8-mal weniger als in der Sahara. Es ist also ein unglaublich trockener Ort. Nur da, wo die Flüsse entspringen, da ist alles grün, weil der Boden ist sehr fruchtbar. Aber ansonsten ist es wirklich richtig, richtig trocken. Tagsüber kann es warm werden im Sommer, wirklich richtig warm, so um die 25, 28 Grad. Nachts fallen die Temperaturen aber schon mal unter Null. Ja, also unsere Autos sind dann früh auch manchmal bereift gewesen. Und ein Morgenbad im Ganges, das macht munter, muss man sagen. Und ich wollte also wissen, wie man in einer so relativ lebensfeindlichen Umgebung eigentlich dort solche großen Klosterbauten errichten könnte. Und dachte, ja, natürlich Buddhismus, ja, diese bestimmte Weltsicht, dann vielleicht so nahe den Sternen, so ferne den Menschen und man kann halt besser meditieren und man hat eine bessere Verbindung in die geistige Welt, war meine Idee. Und die Mönche sagten, na, überhaupt nicht. Jedes unserer Klöster bewacht einen Eingang nach Agartha. Da geht es hinein in diese unterirdische Welt. Und ich habe dem das natürlich nicht glauben wollen. Also ich gebe dir einen von meinen Mönchen mit. Der zeigt euch, wo das ist. Und da sind wir dann halt mit unserem Auto darüber gefahren. Dann sind wir etwa eine Dreiviertelstunde noch zu Fuß unterwegs gewesen. Da gibt es so eine Gruppe von drei Bergen, die sehen aus wie drei große Pyramiden. Und dort befindet sich dieser Eingang. Also man muss wirklich etwa eine Dreiviertel bis eine Stunde zu Fuß einkalkulieren. Dann kommt man an eine Grotte, die hat eine Höhe von etwa 10, 12 Metern, eine Länge von etwa 40 Metern und ja, die Torweite vorne sind ca. 15 Meter. Also wir haben das Bild ausgemessen mal mit dem Laser. Die ist natürlich, die ist absolut natürlich, bis auf die Rückwand. In der Rückwand befindet sich ein großes zweiflügeliges Tor, was offensichtlich auf irgendeiner mechanischen Ebene gelagert ist, also möglicherweise auf Steinrollen oder sowas. Und das soll dieser Eingang nach Agartha sein. Und da haben wir natürlich einen Öffnungsmechanismus gesucht, klar, wenn man schon mal davor steht. Ja. Der Mönch, der uns begleitet hat, der hat seinen Buttertee getrunken, der hat seinen Samba geknetet und hat sich im Übrigen einen Ast gelacht über uns. Nach etwa 3 Stunden waren wir dann völlig am Ende, weil man befindet sich da auf etwa 3800 Meter Höhe. Ja, das ist also gewöhnungsbedürftig. Und wenn man dann noch durch diese Felsen klettert und in dieser Höhle herumsucht, also es ist dann schon anstrengend. Jedenfalls, bei uns ging dann erstmal gar nichts mehr. Und er war völlig entspannt und sagte, na, habt ihr es jetzt verstanden? So was, wir suchen immer noch den, Öffnungsmechanismus. Was dann, naja, das ist es ja genau. Dieses Tor hat hier außen keinen Öffnungsmechanismus. Das kann geöffnet werden, aber nur von innen. Fand ich eine interessante Geschichte. Also nur dann, wenn die richtigen Leute davor stehen, dann öffnet sich das, wenn man es denn wünscht. Ja. Fand ich mega spannend. Zeigt aber auch natürlich, dass ich diese Welten und auch dieses Wissen auch zu schützen weiß. Ich hatte ja vorhin schon mit der Bitte um Eigensicherung da das anklingen lassen und hatte ja auch erwähnt, dass in Bezug auf Otanica, dass es da einige zum Teil tödliche Unfälle gegeben hat. Dort ist es tatsächlich so, Otanica hat einige Plätze, einige Orte in dieser Anlage, die der Jean Drinier wirklich als Todeszone bezeichnet hat. Und er hat seinen Sohn dort verloren und den guten Bekannten, die dort offensichtlich mit irgendwas in Berührung gekommen sind, was sie innerhalb eines Vierteljahres umgebracht hat. Also bei dem
bei dem Bekannten, das war der Philipp Warasch, der arbeitete fürs Verteidigungsministerium, war es so eine Art Turbokrebs. Und bei dem Sohn von Jean Grenier, bei dem Philipp, war es noch mysteriöser. Der war ein junger Kerl, also wirklich ein richtiger Naturbursche, der viel draußen gewesen ist mit seinen Tieren. Und der ist, wie man so schön sagt, immer weniger geworden. Also die haben den von einem Ort zum anderen gebracht, zum Schluss dann bis nach Montpellier in die Uniklinik und Toulouse. Und die Ärzte haben gesagt, also wir sehen schon, dass ihnen etwas, ja, dass es ihnen nicht gut geht. Aber schauen Sie sich mal Ihre Blutwerte an. Schauen Sie sich mal die ganzen Werte an, die wir gemessen haben. Da gibt es keine Abweichung. Also irgendetwas hat ihm sozusagen die Lebenskraft abgezogen. Also ganz, ganz mysteriös. Deswegen, wie gesagt, man begegnet da so Dingen, mit denen man anderweitig wohl auch nicht rechnen muss und deswegen dort auch immer eine notwendige Portion Vorsicht walten lassen. Ja, genauso, wenn man in Schottland oder Irland unterwegs ist, weil auch da in Irland ist es ja ganz ausgeprägt. Ja, da gibt es ja die Ski, also das Volk unter den Hügeln. So ein bisschen Einfluss hat man da auch in Schottland drüben. Und das Interessante ist ja in Irland, den Ursprung dieser Ski mal nachzuvollziehen. Da gab es ja die Tuatha-De-Dananns, also dieses Volk, was aus dem Westen kam, interessanterweise. Also die kamen über den Atlantik und die kamen nicht auf Schiffen, sondern die kamen mit fliegenden Schiffen, die also Lärm gemacht haben und Rauch gemacht, also Flugmaschinen. Und waren technisch also sehr weit fortgeschritten und haben ja ca. 300 Jahre Irland beherrscht, bevor sie dann von Ankömmlingen aus der mediterranen Welt verdrängt worden sind. Und interessanterweise war dann dieses Agreement zwischen den Tuatha-De-Dananns und diesen neuen Kolonisten, ja, ihr Neuankömmlinge, ihr kriegt sozusagen das oberirdische Irland und wir gehen in das unterirdische Irland. Und dann gibt es ja dort diese ja, Fairy Circle, also die Feenkreise oder Fairy Force, die Feenfestung, diese Portale sozusagen zu dieser Anderwelt, wie es eben auch die Kelten oder die Iren heute noch nennen. Dasselbe Phänomen findet man in Schottland. Gut, das ist vielleicht jetzt nicht im engeren Sinne Innererde, sondern ist wahrscheinlich eine parallele Dimension. Aber auch hier haben wir das Phänomen, dass man halt in eine andere Welt gelangen kann. Und dass das hier auch in Deutschland funktioniert, wir haben pro Jahr, ich habe es gerade jetzt erstmal wieder gelesen, zwischen 13.000 und 15.000 vermissten Fälle. Also da verschwindet eine Kleinstadt. Also ich bestreite nicht, dass es den perfekten Mord gibt. Ich habe schließlich mal Jura studiert. Also das gibt es mit Sicherheit. Es gibt sicherlich auch das perfekte Abtauchen. Wenn man jemanden hat, der dann sagt, na, also die Lebensumstände, die ich mir jetzt eingebrockt habe, die gefallen mir jetzt gar nicht mehr. Also weder die Familie noch der Job und ja, die Schulden, die ich habe, die drücken mich halt auch. Jetzt sehe ich mal zu, wie ich hier rauskomme. Das gibt es mit Sicherheit. Auch in unserem elektronischen Zeitalter. Das funktioniert. Aber das erklärt lange, lange nicht alles. Und da verschwinden tatsächlich wirklich Leute. Und es gibt für alle, die jetzt uns vielleicht aus dem Bereich Breisgau zuschauen, da gibt es in der Nähe von Freiburg einen Ort, der da in der Hinsicht sehr interessant ist. Das ist die Hochburg bei Teningen. Ich habe einen Gast, der mit uns öfters mal unterwegs gewesen ist. Der ist bei der Polizei und macht das, was man in den Krimis immer so als die Cold Cases bezeichnet. Also der versucht, alte Kriminalfälle aufzuarbeiten und dann doch noch zu lösen. Interessanterweise auch Vermisstenfälle, also wo Leute eben verschwunden sind. Und da gibt es im Zusammenhang mit der Hochburg einige sehr interessante Sachen. Also da sind Leute aus den verschiedensten Zeiten, die nie was miteinander zu tun hatten, ja, die sich auch nie gekannt haben und die aus den unterschiedlichsten sozialen Milieus kamen. Also wirklich vom stadtbekannten Sandler, wie man so in Österreich so schön sagt, bis zum emeritierten Professor, vom jugendlichen Pärchen bis zur alleinstehenden älteren Dame. Die sind dort alle verschwunden. Also man hat die zuletzt eben an der Hochburg gesehen, weil die Hochburg ist heute ein Ausflugsziel für die Leute aus dem Großraum Freiburg. Ja. Das ist wie eine befestigte Ruine, die zwar eine ganz interessante Geschichte hat, aber heute eigentlich eher so als Parkanlage und als Ausflugsziel da fungiert. Und es gibt eine interessante Legende, die besagt, dass Johanni, also am 24. Juni, also geht langsam wieder in die Richtung, ja, wenn wir da sind, na, ist bald so, für alle, die da in der Gegend sind, 24. Juni, öffnet sich ein unterirdisches Gewölbe in der Hochburg. Und das birgt die Schätze der Herren der Hochburg. Und ja, wenn man da Johanni dort ist, kann man in dieses Gewölbe hineingehen und sich an den Schätzen bedienen. Man kann das mitnehmen, was man tragen kann, bis zum Morgengrauen. Also wenn die Sonne aufgeht, schließt sich das Gewölbe wieder. Es gibt aber einen Haken.
Dieser Schatz hat Wächter. Und diese Wächter sind also keine grimmigen Recken, die einen halt mit Axt oder Schwert attackieren, sondern die sollen offensichtlich sehr freundlich sein und die laden den Neuankömmling ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn man das macht, hat man verspielt, weil dann vergisst man die Zeit und im Morgengrauen schließt sich dieses Tor wieder und man wird selber zu einem von den Schatzwächtern. Und diese vermissten Fälle, die mein Kollege bearbeitet, die haben alle zwei Übereinstimmungen über die ganzen Jahrzehnte hinweg. Nämlich zum einen wurden die Vermissten zum letzten Mal auf der Hochburg oder im Umkreis gesehen und es war immer am 24. Juli. Das ist also auch so ein Hinweis, dass es also möglicherweise Übergänge in die Anderwelt gibt oder in ein wie auch immer geartetes Kontinuum, ob Innererde, wie auch immer, das man betreten kann, wo man aber eben achtsam sein sollte, dass man den Weg wieder zurückfindet. Ansonsten bleibt man halt da. Ja, jetzt warst du kurz Pause, ich weiß nicht, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich gerne. Ich wollte einfach mal jetzt mal im Raum wieder auf Fragen geben, nicht, dass ich immer so einen ganzen Monolog hier abhänge, weil ich sehe momentan hier auch den Chat nicht. Ich schalte immer die Fragen jetzt mal zwischendrin. Ja, ich sehe es gerade. Angriffe von China. Ja, wie ich eingangs gesagt hatte, also Shambhala, die sind in der Lage, sich auch in unserer heutigen Zeit zu schützen. Also man sagt, es gäbe sublime, so ist es die Beschreibung wirklich, es gäbe sublime Mauern aus psychischer Kraft, die dieses Reich vor der Welt der Menschen abschirmen können. Und das funktioniert offensichtlich. Interessant ist, dass es auch Wegbeschreibungen für eine Reise nach Shambhala gibt, aber dieser Weg ist ein doppelter. Also man muss einen im Außen einer Reise zurücklegen, das ist wirklich eine Wegbeschreibung in Großraum Tibet. Zum anderen muss man aber auch eine innere Reise machen. Und nur wenn man beide Reisen gleichzeitig erfolgreich absolviert, steht man am Ende vor Shambhala. Ansonsten, wenn man nur die Reise im Außen macht, steht man halt vor einem öden Hochgebirgstal und sieht gar nichts. Oder wenn man nur die Reise im Inneren macht, hat man vielleicht dann die notwendige Reife, aber man hat den äußeren Weg nicht zurückgelegt. Man kommt also auch nicht hin. Also deswegen von der Seite, ja, die wissen sich zu schützen. Ja. Wir hatten ja auch noch mal zwecks dieses Healing-Sticks, weil du hast mir vorhin im Eingang, da waren wir ja noch nicht live, noch mal dein Stick gezeigt. Ja, das ist ein Thema, mit dem ich mich auch beschäftigt habe. Allerdings war das eher der berühmte Zufall. Auf einer unserer ersten Reisen durch Ladakh und Kaschmir. Wir sind dann, man hat eigentlich zwei Möglichkeiten. Man kann, wenn man das Kaschmir Valley, also ein Großraum Srinagar, lohnt sich natürlich auch, Kultur dort sich anzuschauen. Es gibt ja auch das Jesusgrab, wer das schon mal immer sehen wollte, in Srinagar, ne, kann man sich da anschauen. Man sollte mal auf einem Hausboot im Dalsee übernachtet haben, also es ist wirklich traumhaft schön. Und das Kaschmir Valley birgt auch eine ganze Menge an, kulturhistorischen Schätzen, seien es jetzt die hinduistischen Tempel, seien es die islamischen Moscheen, die also teilweise auch sehr alt sind. Interessanterweise haben wir dort Moscheen, die komplett aus Holz erbaut sind und die erinnern so ein bisschen an die norwegischen Stabkirchen. Ja. Die sind also auch komplett aus Holz, da ist kein Metall als Verbindung, ist alles nur zusammengesteckt. Also ganz, ganz interessant, dass man auch diese Parallelen dort hat. Und dann kann man von Srinagar entweder nach Leh, das ist die Hauptstadt von Ladakh, fliegen. Das ist der kurze Weg. Oder man kann fahren mit dem Fahrzeug über Kargil. Kargil ist in der Nähe der indischen-pakistanischen Grenze, dieser Line of Control. Ist ein kleines Abenteuer, weil gerade wenn es mal wieder Grenz Konflikte gibt, aber hat funktioniert. Es hat den Vorteil, man erlebt die Landschaft. Also man bewegt sich da wirklich von dem fruchtbaren Kaschmirtal hinauf in die Einöden von Ladakh. Also das ist beeindruckend. Nur, wir überwinden dort einen relativ großen Höhenunterschied. In Kaschmir sind wir auf einer Höhe von 1800 bis 2000 Metern und das geht dann rauf bis auf 4000 Meter im Schnitt. Der höchste Pass, den man überquert, ist 5800 Meter hoch. Also das ist eine Hausnummer. Und da spielt natürlich auch die Höhenkrankheit eine Rolle. Interessanterweise, wir hatten da Kettenraucher dabei, denen ging es super gut. Und wir hatten trainierte Jogger dabei, die hat es richtig abgeräumt. Also Höhenkrankheit ist nichts Schönes. Also das ist verbunden mit Übelkeit, Rasen, Kopfschmerzen, starker Lichtempfindlichkeit. Also ist nicht schön, wünscht man niemanden. Aber zwei unserer Gäste hatten es auf dieser Reise eben.
Das Problem an der ganzen Geschichte ist, man kann die Höhenkrankheit eigentlich nur überwinden, indem man absteigt. Also man muss raus aus dieser Höhe. Nur, es war ja bei uns eine Rundreise, wir mussten ja halt weiterfahren. Ja, das ging nicht, man konnte nicht zurück. Und ja, es war also, man hat dann versucht, mit Medikamenten ein bisschen was zu machen, aber es war eben nicht so angenehm. Und dann gibt es auf dem Weg nach Ladakhoch eine Straßenstrecke, das sind mehrere Dutzend Kilometer, die kann man nur einseitig befahren. Das ist nur so ein One-Way. Und da wird dann immer mal die Straße zugemacht, dann kommt praktisch von oben der Verkehr, dann darf man halt selber wieder fahren und bewegt sich dann wieder aufwärts. Und da sammeln sich natürlich immer dann einige Konvois an. Und da war auch eine traditionelle Familie oder ein traditioneller Familienclan, den wir dort kennengelernt haben. Das waren Nomaden, die waren mit einer Herde von Yaks unterwegs. Und ich habe erst viel, viel später begriffen, dass das eigentlich ein Fünfer im Lotto war. Das waren Asaras, und Asaras ist ein nomadischer Stamm, der bis heute in Tibet und Ladakh unterwegs ist. Die haben sich weder von den Chinesen was sagen lassen, noch von den Indern. Die leben ihr Nomadenleben, die ziehen auf den alten Wegen wie ihre Vorfahren mit ihren Herden. Die wollen von unserer eigenen Zivilisation überhaupt nichts wissen. Die tauschen nur Sachen, die sie selber produzieren, gegen notwendige Dinge wie Salz oder Metall oder solche Sachen. Also was sie halt so brauchen. Ansonsten sind die auch bis heute noch fast völlig autonom. Und sind die aufgefallen, weil die also sehr schöne Bekleidung und wirklich handgemachte Sachen tragen. Das sah richtig toll aus. Und die sind sehr gastfreundlich, und wir hatten ja Zeit, weil wir mussten ja dort warten, bis wir unsere Piste wieder freigegeben bekamen. Und da wurden wir natürlich zum unvermeidlichen Buttertee eingeladen. Ich weiß nicht, ob du Buttertee schon selber mal probiert hast. Wenn nicht, auch für unsere Zuschauer mal die Beschreibung. Sieht aus wie stark gebrauchtes Abwaschwasser, und der erste Schluck schmeckt auch so. Aber weil Yak-Butter ist sehr salzig, meistens ist es auch ein bisschen ranzig noch. Also ja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich dran. Ja? Und natürlich ist es immer eine Überwindung, den zuerst mal zu trinken. Und unsere beiden, die es dort mit der Höhenkrankheit erwischt hatte, die waren natürlich erstmal verschwunden. Ja, das ist klar. Also die haben den Buttertee gesehen, gerochen, adios amigo. Und das ist natürlich etwas, was man nicht machen sollte, weil wenn man da eingeladen wird, ist es schon eine grobe Beleidigung gegenüber diesem Gastgeber, wenn man das nicht annimmt. Und da wollte natürlich auch der sichtbar Älteste, der Anführer dieser Sippe, wollte natürlich auch von mir wissen, warum denn meine Leute da nicht vollzählig mit dem Tee in Anspruch nehmen. Und dann habe ich ihm das erzählt, habe gesagt, na, die haben gesundheitliche Probleme und denen geht's halt nicht so. Und dann sagt er, haben die was Falsches gegessen? Und dann habe ich gesagt, ja, das nicht, aber die Höhe setzt ihn halt zu. Und dann sagt er, ja, bring die mal her, das können wir regeln. Und dann ich habe da was. Und packte da ein Bündel aus, und in diesem Bündel waren einige Sachen, die sahen so aus. Ja. So, ich halte das mal ein bisschen in die Kamera. Ja. Der ist aus Kristall. Und das nennt man in Tibet Gyasmo. Kann man mit Heilstab oder Healing Stick übersetzen. Und diese Gyasmos, die sollen ursprünglich auch aus Shambhala kommen. Und man setzt die ein, wenn ich das nochmal in die Kamera halte. Die haben also zwei Funktionen. Wenn wir hier diese Spitze haben, das setze ich immer so salopp als Pluspol. Das heißt, wenn ich mal an Erschöpfung leide, wenn es mir an Energie fehlt, wenn ich erschöpft bin nach einem langen Arbeitstag oder wenn ich viel unterwegs gewesen bin und mir ist eigentlich alles zu viel, dann nimmt man diese Spitze und dann geht man über die einzelnen Chakren und aktiviert die sozusagen wieder, holt sich neue Energie. Hat man eine Entzündung oder hat man irgendwelche Probleme, hat man sich was geprellt, hat man irgendwo eine Hautirritation oder solche, dann nimmt man hier diesen Teil, das ist der Minuspol, das leitet überschüssige Energien ab und löst auch Blockaden auf. Dort habe ich zum ersten Mal bei der Behandlung unserer beiden Höhenerkrankten einen Einsatz eines solchen Heilstabes gesehen. Und er hat für jeden von den beiden etwa 10 Minuten gebraucht. Und man konnte wirklich zusehen, wie diese ganze Schmerzen, die Übelkeit, dieses ganze Elend von denen abfiel. Und dann waren die hinterher putzmunter und hatten für den Rest der Reise auch keine Probleme mehr. Und die haben nicht nur den Buttertee getrunken, die hatten natürlich richtig Hunger, weil sie die letzten 2-3 Tage eben relativ wenig halten können. Die haben also den Asaras auch noch einen Teil ihrer Vorräte weggefuttert. Ja, ich habe mich dann ein bisschen... ich war froh, dass es denen wieder gut ging, und habe gesagt, was hast du jetzt mit denen gemacht? Was ist hier passiert? Ja, die ganze westliche Medizin versagt komplett, und selbst Ayurveda und Akupunktur hat nichts gebracht, aber hier, das funktioniert. Und dann hat er gesagt, kennt ihr das nicht?
gibt es das bei euch nicht? Habt ihr sowas nicht? Ich sage, nein, haben wir nicht. Ja, das sind halt diese Chiasmas, die kommen ursprünglich aus Shambhala und die werden hier traditionell bei uns noch benutzt. Wenn man jetzt in Tibet unterwegs ist und fragt halt die buddhistischen Mönche, die wissen das weniger. Also es ist nicht Bestandteil des Buddhismus, aber es gibt ja im tibetischen Bereich die sogenannte Bön-Kultur, die ist ja eher so animistisch oder schamanistisch geprägt und von daher kommt es. Also die wissen das, die kennen das, die arbeiten auch damit. Und die Asaras, die sind zum einen Bön-Leute, also die sind keine Buddhisten, die sind Bön-Leute und die gelten, das habe ich aber auch erst später erfahren, bis heute als die Boten von Rikte Niepo. Sie sind die Boten Shambhalas. Ja, und deswegen haben sie also auch diesen Kontakt zu diesem alten Wissen. Und ich fand das so mega spannend, weil ich eben auch jetzt weniger in Ladakh, aber auf der tibetischen Seite halt auch gesehen habe, dass diese alte Kultur leider auch im Schwinden begriffen ist. Mhm. Also da war das bei den Mönchen dann so, die sagten, naja, Mönch, hier diese alten Manuskripte und ja, die Dorches und das Zeug, was wir hier haben, staubt ja eh bloß ein, lass uns da mal ein paar Sachen davon verkaufen oder ein paar Tankas, weil so ein Flachbildfernseher, da wäre eigentlich ganz cool, wir wollen auch mal Fußball wählen. Ja, Das ist ein Thema, dieser Einbruch der Moderne, dieser Einbruch des westlichen Lebens, das war halt gerade in den 90ern und 2000, war das dort ganz, ganz prägnant. Ich hoffe, dass sich das auch wieder ändern wird, dass sich dort auch jetzt in der Hinsicht vieles geben wird. Aber für mich war das auch ein Ansporn zu sagen, dieses Wissen, dieses Heilwissen über die Chiasmas, das darf nicht verloren gehen. Und da ich ja eben regelmäßig dann auch Reisen dort nach Nordindien durchgeführt habe, habe ich dann auch mit den Asaras Kontakt gehalten. Der Sohn dieses, sagen wir mal, Clan-Chefs, der sprach auch relativ gut Englisch, da hat das Ganze dort auch gedolmetscht, war halt auch in der Schule gewesen und sagte, du, wenn du da Interesse hast, ich schreibe dir das Ganze gerne auf. Da habe ich gesagt, du, ich bring dir einen Laptop mit oder so ein Tablet. Und also du, er sagt, das elektronische Zeug, lass mal. Da tritt bestimmt ein Jack drauf oder es fällt irgendwie an. Na, das ist einfach mal. Aber er hatte von als Erinnerung seiner Kindheit her, hat er noch einen großen Wunsch, weil sein Lehrer, der ihm also offensichtlich auch sehr viel beigebracht hat an dieser Schule, der hat eine Reiseschreibmaschine besessen. Und das wäre doch das Richtige. Da könnt ihr, na, so Englischsprache, das würde gehen. Da bin ich hier monatelang in Dresden und Umgebung über die Flohmärkte gezogen und habe nach einer Reiseschreibmaschine gesucht. Hab dann tatsächlich ein ganz tolles Exemplar aus DDR-Zeiten gefunden, super erhalten, mit funktionsfähigen Farbbändern, knallrot lackiert in einem roten Kunstlederkoffer. Das habe ich ihm mitgebracht. Die an der Grenze fragt nie, wie die geguckt haben, weil ich hatte ja meinen eigenen Laptop dabei und dann mit der Reiseschreibmaschine. Das in den Augen der Beamten standen sehr viele Fragen, sagen wir es mal so. Aber ich habe ihm also diese Schreibmaschine dort versorgen können und er hat tatsächlich Wort gehalten, hat alles, was er so wusste, was im Familienwissen da war, hat er aufgeschrieben, die einzelnen Funktionen eines solchen Heilstabes, wo das herkommt, wie man das einsetzt bei verschiedenen Erkrankungen. Und er hat das Ganze auch wunderschön illustriert. Und so nach etwa 5 Jahren hat er dann zu mir gesagt, du Thomas, also ich habe jetzt wirklich alles zusammengebastelt und dir weitergegeben, was wir so wissen in der Familie. Was du jetzt da draus machst, ist deine Angelegenheit. Und da habe ich mir gesagt, also das Wissen darf nicht untergehen, das gibst du weiter. Und da ist halt dieses Büchlein entstanden, was wir hier haben. Wo hast du denn überhaupt den Healing-Stick her? Das ist ja bestimmt kein, ich sage jetzt mal, nichts, was normal hergestellt wird, sondern das sieht ja schon magisch aus. Ne? Also, diese Stäbe, also es gibt ja verschiedene. Hier habe ich mal aus der Sammlung von meiner Frau noch einen mit dabei. Der andere, den ich gezeigt habe, der ist ein Heilstab, mit dem Sabine auch selber arbeitet. Es gibt die in verschiedenen Größen, verschiedenen Macharten und es gibt heute noch Werkstätten in Ladakh, die hergestellt werden. Wir haben einen sehr, sehr guten Freund, also einen ganz, ganz feinen Kerl, der lebt in Kaschmir und der ist selber Juwelier, hat eine wirkliche Leidenschaft für Steine, kennt sich auch mit den einzelnen Heilsystemen aus und er ist derjenige, der uns immer mit solchen Heilstäben versorgt. Das heißt also, wenn jemand das Buch gelesen hat, sagt, ich würde das selber machen. Ich empfehle es für alle Leute, die sich gerade so im Bereich des spirituellen oder geistigen Heilens bewegen. Also wer jetzt Prana macht, wer mit Geistheilung arbeitet, mit Handauflegen. So ein Heilstab verstärkt die eigenen Fähigkeiten noch und es ist so etwas wie, naja,
wie man es halt in der, oder wie der Klient das aus der Schulmedizin kennt. Na, also der Doktor, ne, der Onkel Doktor in der Schulmedizin, der hat das Stethoskop umhängen, ne, und damit horcht er dich ab und dann hat er vielleicht eine Spritze, die er dir dort versorgt. Also da ist immer was, was man anfassen kann. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich arbeite hier mit Geistheilung und na, geh jetzt mal über deine Chakren oder deine Aura, dann sind sehr viele Leute misstrauisch. Und, ja, der macht doch gar nichts. Der guckt mich ja bloß so komisch an. Hier. Ist das wirklich echt? Aber wenn der Heiler dann sagt, ja, wir haben ja hier so ein Gerät und das können wir da einsetzen, dann erleichtert das auch sehr viel und schafft halt auch beim Klienten Vertrauen. Also das ist nochmal eine Idee, wo man sagen kann, man kann einfach die Behandlungsmethoden damit ergänzen. Für mich war das aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich arbeite selber damit, das nicht. Ich bin, wie gesagt, Reiseveranstalter, ich bin Schriftsteller und für mich war es aber das Bedürfnis, einfach dieses Wissen weiterzugeben und da ist dieses Büchlein entstanden. Jetzt ist das schon 11 Jahre her, ja, wo es zum ersten Mal publiziert wurde, ist aber nach wie vor in überarbeiteter Form erhältlich bei meinem Verleger, dem schon erwähnten Werner Betz und auch über jede Buchhandlung. Genau, liebe Grüße zu Werner, genau, ich kenne ihn ja auch persönlich. Genau. Ja, ne? Und, Konferenz kennengelernt. Ne, genau. Und wie gesagt, der macht ja in seinem Verlag wirklich richtig, richtig interessante Sachen. Und das Schöne ist eben, dass man diese Bücher halt auch über die großen Bezugsquellen, also egal ob jetzt Netz oder die großen Buchhandlungen, eben genauso erhält wie halt eben die von breiten Publikumsverlagen. Deswegen, wie gesagt, kann man sich das gerne besorgen, wenn da der Wunsch da besteht, sich in der Hinsicht kundig zu machen. Und dann, wie gesagt, das Buch ist so aufgebaut wie ein Handbuch. Also man kann anhand dieses Buches die Handhabung dieser Chiasmus, dieser Heilstäbe erlernen. Ja, kann man sich für sich selber machen. Ist auch beschrieben, wie man es machen sollte. Und wenn es dann bei der eigenen Behandlung funktioniert, dann kann man es natürlich auch für andere einsetzen. Und du könntest mir zum Beispiel auch so einen Heilstab besorgen. Ja, und was würde der kosten? Das Interessante ist, also so ein Heilstab würde ich persönlich, das ist jetzt meine Empfehlung, würde ich persönlich nie aus der Ferne kaufen. Also jetzt zu sagen, ah, oh, das sieht so schön aus, weil er im Internet ist oder also und jetzt hier bei eBay und dann kaufe ich den. Ist immer so ein Thema, weil der Heilstab, der findet einen. Also man findet nicht den Stab, den man sucht, sondern der Heilstab findet den passenden Besitzer sozusagen, der mit ihm arbeitet. Deswegen sollte man den auch berühren, man sollte merken, ob man da in Resonanz geht, ob da halt was passiert. Grundsätzlich, ja, wir sind bei unseren Vorträgen, also wenn wir halt sozusagen im realen Leben da unterwegs sind und bei Vorträgen, bei Seminaren haben wir diese Heilstäbe immer dabei. Das macht Sabine. Und wer jetzt zum Beispiel am Wochenende mit nach Österreich kommt und sagt, das tue ich mir mal an, gerade das Thema, da haben wir natürlich auch gerade wieder eine neue Lieferung aus Ladakh mit dabei, die ist jetzt gerade zum Glück noch rechtzeitig angekommen und da besteht auch entsprechend Auswahl. Wir hatten das auch bei dem letzten Kongress mit dabei und es ist interessant, es bewegt sich im preislichen Bereich, müsste ich jetzt mal tatsächlich meine Frau fragen. Und zwar sagte Sabine so, im Bereich zwischen 350 und 500 Euro bewegt sich diese Heilstäbe. Eine Frage nochmal dazu. Hast du da auch welche, also ich hoffe, dass es klappt. Ich werde mich jetzt auch anmelden zu der AAS am 25. oder 26. Oktober. Oktober, ja. Genau, das ist in Dresden vor der Haustür sozusagen. Bist du da auch? Weil ich würde mir da gerne da auch mal einen Heilstab. Ich bin auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Vorträge im Einzelnen mir dort ansehen werde, weil ich habe jetzt gerade das Programm in der neuesten Sorgenhafte Zeiten gelesen. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich jetzt sage, das muss ich jetzt haben. Also das ist ja irgendwas, was mich jetzt so besonders interessieren würde. Hintergrund ist folgendes. Ich habe am Tag vorher, an dem Freitag, weil das Wandi-Meeting ist ja an einem Samstag, im Hilton hier bei uns wirklich quer über den Platz, also wirklich vor der Haustür. Da werden wir uns auch sicherlich mit vielen Kollegen wieder treffen, denn ich bin ja seit 90 dort Mitglied, also fast schon ein bisschen Urgestein. Und da werden wir uns also mit vielen, vielen Leuten dort mit treffen. Ich hoffe auch mit Erich nochmal, dass wir da Zeit haben für einen kurzen Schwatz. Aber es wird sich fügen. Und da ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man, aber ich habe selber einen Vortrag am Vorabend und zwar im schönsten Milchladen der Welt.
Ja, ist wirklich so der schönste Milchladen der Welt. Steht im Guinness-Buch der Rekorde, ist Pfunzmolkerei hier in Dresden-Neustadt. Da hatten wir jetzt in diesem Jahr schon einen Vortrag gemacht, da haben wir über die Palmblatt-Bibliotheken gesprochen. Wann ist das und wie viel Uhr? Weil es kann sein, dass ich glaube, ich komme nachmittags mit dem Zug an. Ja, ich das funktioniert. Um 5:30 früh los, aber ich brauche ja 7 Stunden. Nee, das würde funktionieren, weil es ist 19 Uhr. Mine guckt jetzt gerade auf meinen Kalender, aber ich glaube, um 19 Uhr startet das Ganze. Mhm. Es geht los. Wer vorher Abendessen will, kann dort 17:30 dort schon in das. Da gibt es ein Restaurant über dem Milchladen. Man kann den sich halt anschauen. Da ist wirklich wunderschön im Jugendstil gemacht. Die Gebrüder Pfund, die das gemacht haben, also wirklich ein Meisterwerk geschaffen. Wer es interessiert, einfach mal bei Google die Bildersuche eingeben. Pfundsmolkerei ist wirklich sehenswert. Auch die Produkte, die sie verkaufen, klein, aber fein, kann man sagen, ist wirklich richtig gut. Und es gibt aber ein Restaurant im ersten Stockwerk. Dort findet auch der Vortrag statt. Und da kann man sogar vorher noch zu Abend essen. Ja, das ist also so eine Idee. Und am nächsten Tag das vielleicht mit dem One-Day-Meeting verbinden. Ist ein schönes Wochenende in Dresden. Genau. Ja? Genau, vor allen Dingen kann ich dich auch mal persönlich drücken oder euch mal persönlich drücken. Na klar, wir sehen uns ja immer nur so. Und ja, oder wie gesagt, du kommst mal nach Dänemark. Also ich habe ja noch so viele Fragen, auch in diese Richtung geht. Ich würde sagen, wir schließen heute einfach mal dieses Thema ab. Würde mich mal aber interessieren, du hast ja auch schon Dänemark bereist und auch das vor kurzem warst du erst, glaube ich, auf Bornholm oder so. Und würde vielleicht mal gerne auch diese Themen da mal ansprechen. Ja, das können wir gerne machen, weil das passt eigentlich mit dazu, denn Bornholm hat eine ganz, ganz spannende Geschichte, wirklich eine ganz spannende. Hätte ich nie erwartet, weil es war einfach bei uns so eine spontane Idee, wir fahren halt mal auf die Insel und gucken uns das an. War eher so ein bisschen in Richtung Hanse und eher mittelalterliche Geschichte, aber da gibt es ganz, ganz interessante Sachen und überhaupt auch Dänemark bis Wikinger und die ganzen Geschichten, die diese Vorzeit und Sachen. Also da können wir gerne auch mal was drüber machen, würde sich anbieten, ja. Genau, weil das, wie gesagt, liegt ja jetzt bei mir nahe. Wir haben in Riebe bei uns, das ist auch nicht wahr, das sind, ich glaube, 80 Kilometer von uns aus, da waren wir auch schon. Da gibt es ein Wikingerdorf, da waren wir aber zu einer Zeit, wo es sozusagen noch geschlossen war, aber du kannst trotzdem drüber laufen, war nichts los, aber wir konnten uns in aller Ruhe mal das alles so anschauen. Aber es gibt halt auch tolle, andere interessante Sachen. Ich werde auch vielleicht bei uns nochmal hier, wir haben ja einiges vor der Haustür, auch an, ich sage jetzt mal, Hügelgräbern wird ja immer gesagt, aber das weiß man ja gar nicht, was dahinter steckt. Ne? Das ist also gerade diese Großsteinbauten, das ist auch eine interessante Thematik im Ostseeraum. Also das können wir mit Sicherheit dort einbauen, ja. Genau, vielleicht irgendwann im Juli, Ende Juli oder so. Wir machen da einfach nochmal einen Termin aus. Ich kündige das wieder vorher an. Ich möchte mich schon mal ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, wieder für diesen wahnsinnigen Informationsschatz, den du da immer so raushaust. Ich finde es einfach fantastisch. Ich könnte stundenlang zuhören und ich habe ja auch immer 1000 Fragen. Ich bin auch total dankbar, dass wir immer auch für die Zuschauer und für die Zuhörer, die immer dran teilnehmen und sich auch dran beteiligen an unserem Livestream, ihre Fragen reinstellen und so weiter, finde ich super, weil das ist so halt die Dynamik auch. Ne? Das finde ich interessant. Aber ja, genau. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich denke, wir haben jetzt fast 2 Stunden. Ja. Und die waren aber im Flug vergangen. Ja, also ich hab das jetzt nicht registriert, dass das wirklich 2 Stunden sind. Ja, also, da sieht man auch, wie sich das Zeit ist relativ. Genau. Also ich fand es hochspannend und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, das tun wir auf jeden Fall. Und das nächste Thema, wie gesagt, was mich halt interessiert, wäre jetzt mal alles, was so in Richtung Dänemark geht. Und hast du irgendwie in der nächsten Zeit irgendwas an Reisen geplant, wo man sich anmelden kann? Ja, wir haben Touren und zwar geht es nach Bali im August. Die ist allerdings schon ausgebucht, die Tour. Es geht nach Schottland Ende August, Anfang September. Wer sich gerade mal so mit den Highlandern und ganzen Geschichten auseinandersetzen will, sehr zu empfehlen. Es geht nach Südfrankreich, also in die Gegend von Rennes-le-Château, also die Ecke, wo wir heute schon gesprochen haben. Wir haben auch noch
Touren nach Indien, die dann im November, das ist fast einen ganzen Monat, vor Ort da in Südindien unterwegs sein werden. Also gibt etliche Sachen. 2025 werden wir auch die Alchemistentour wieder dabei haben, wo wir also in Böhmen und Österreich unterwegs sein werden. Also da gibt es noch einiges zu machen. Wir hatten jetzt auch ein paar neue Touren, die dabei sind, das mit auszubauen. Wir werden sicherlich ab nächsten Jahr auch wieder Myanmar anbieten, weil das auch wieder entsprechend sicher geworden ist. Wir werden schauen, wie es im Nahen Osten weitergeht, ob Libanon, Jordanien dann wieder eine Option sind. Und wir waren dieses Jahr im Mai waren wir dort, wo man ja als Guter ja überhaupt nicht hinreisen sollte. Ne? Also wir waren in Russland und haben dort auch ein paar Verbindungen geknüpft, weil gerade im Süden am Schwarzen Meer das Hinterland Inguschetien, Dagestan, Tscherkessien, Tschetschenien und so weiter so unglaublich interessant sind von der Kultur, von der Spiritualität her. Und damit meine ich nicht nur das Christentum. Christentum ist Georgien, das ist Armenien auf jeden Fall. Aber da gibt es noch so viel mehr zu entdecken, auch die Großsteinbauten. Und ja, da denke ich, wird sich in den nächsten Jahren auch einiges in der Richtung entwickeln. Also das Nächste, was du jetzt, wo man noch dazu stoßen kann sozusagen, ist Schottland. Wenn August nach ist Schottland. Schottland, und was beinhaltet dort die Reise? Das ist eine Rundreise, da geht es von Edinburgh aus, natürlich Roslyn Chapel, ne, auf den Spuren der Templer, und von Dan Brown geht es dann halt in den Norden. Die ganzen Themen der Highlander werden natürlich eine Rolle spielen, aber auch die Underwelt, also die ganzen Sagen um die Elfen, die Feen, die Kelpies, die Wasserpferde natürlich. Das geht hoch bis zur Isle of Skye und dann im Westen, ein bisschen auf den Spuren von Robert Burns, geht es dann wieder nach Süden runter, durch diese wunderschöne Westküstenlandschaft, dann entlang der großen Lochs, durch den Great Glen, wieder zurück via Glasgow, dann bis nach Edinburgh. Wird nochmal eine richtig schöne Rundtour. Ja. Und das sind von wann bis wann geht das? Das ist Anfang, die Tour ist Anfang September. Ich kann es jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen. Ich glaube, vom 2. geht das los und das sind dann so neun Tage. Also machen wir von Samstag auf Sonntag, wo wir unterwegs sind. Und der Flug ist natürlich dabei, geht von Deutschland oder Österreich oder wo man halt herkommt, ja, geht das dann dorthin. Wir nehmen die Gäste dann immer am Flughafen in Empfang, weil wir halt meistens schon einen Tag eher da sind. Und es ist eine Kleingruppe, muss man dazu sagen. Also wir sind maximal 8 Leute. Das heißt, also meine Frau und ich als Begleiter und 6 Gäste. Also mehr sind es nicht. Und also es sollte eine familiäre Tour sein. Und man kann natürlich dann auch, sag mal, in so einem kleinen Rahmen auch auf die speziellen Wünsche der Gäste eingehen. Also man sagt, da wollte ich schon immer mal hin und Rob Roy interessiert mich jetzt oder können wir mal einen Glencoe Stopp machen? Oder, natürlich. Ja, das geht. Ja, das ist super. Also ich finde es toll, weil das habe ich immer vermisst, wenn jetzt, wenn ich irgendwelche Interviews gesehen habe von dir, dass du auch mal jetzt Hinweise gibst auf deine Reisen, weil da sieht man ja viel und wir haben ja jetzt auch mitbekommen, auch schon bei den Interviews vorher, dass du ja auch schon sehr viel selbst bereist hast und dass du sehr interessiert bist und natürlich auch nachfragst. Also es ist ja keine normale Reise, wie wenn ich jetzt irgendwie eine Reise buche mit einem normalen, sag ich mal, Reiseveranstalter. Mhm. Bei dir ist es ja immer alles was ganz Besonderes. Also so empfinde ich das zumindest. Das ist so meine Art, weil, wie ich es hatte anklingen lassen und in anderen Interviews, so fremde Völker, andere Kulturen, all das, was so nicht alltäglich ist, auch mal über den eigenen Tellerrand hinausschauen, mal andere Lebensentwürfe kennenlernen, zu sehen, wie machen sie es denn anderswo, wie läuft es denn da? Das hat mich von Kindheit an, hat mich das beschäftigt und das ist eigentlich auch die Haupttriebfeder, also die Neugier, die ganz einfache menschliche Neugier, zu sagen, Mensch, wie schaut es denn eben dort vor Ort aus? Ich lasse es mir halt eben nicht vom Fernseher erzählen, sondern ich gucke es mir eben selber gerne an und ich gebe es dann, versuche es eben dann auch weiterzugeben, aber indem ich halt eben Interessierte dort hinbringe und zu sagen, hey, ich habe diese Erfahrung machen können und ich helfe euch dabei, eure eigenen Erfahrungen zu machen. Das ist eigentlich die Motivation, die hinter diesem thematisierten kleinen Gruppenreisen steht. Und ich mache dazu, gebe ich ehrlich zu, mit Sabine zusammen, wir sind jetzt schon seit 10 Jahren dann Team, wir machen nur das, wo wir wirklich selber Freude dran haben. Ja. Also nicht, weil jetzt irgendein Trend ist, den man machen muss, jetzt meinetwegen, alle machen Yoga-Reisen. Wir machen eben unseres, das, was uns interessiert. Und ich denke, das ist auch das Merkmal dabei. Ne? Also wenn man, ich kann nur was machen, wo ich selber dahinter stehe. Ne? Das war jetzt auch diese Geschichte, wo wir gesagt haben, mit Russland ist natürlich auch wieder dieser Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir gucken einfach mal. Ja, man hat die offizielle Version. Ich will niemanden. Einfach nicht falsch verstehen, auch lieber Chat, ne, liebe Zuschauer, nicht falsch verstehen, ich will niemanden zu irgendeiner Weltsicht bekehren oder sowas, sondern ich sage, es gibt das offizielle Narrativ und es gibt dann das, was wir gesehen haben.
Gott, das haben wir in unseren Bildern geteilt, das haben wir gezeigt. Möge sich jeder selber seine Gedanken. Und wenn man reisen möchte, wenn man dahin reisen möchte, sich das selber anschauen möchte, gerne auch mal einen Tipp an uns geben. Wir haben da wirklich zuverlässige Kollegen vor Ort. Das sind die so alle deutschsprachig, wo man dann einfach sagen kann, okay, man schaut sich's mal selbst an und man macht sich selber ein Bild. Also ich denke, das ist das Beste in jeder Hinsicht. Egal, ob jetzt das Riesenreich da vom bis hinter den Ural oder ob man sagt, man geht eben nach Myanmar, man geht nach Indien, man geht nach Malaysia, was auch immer, oder nach Südamerika. Man guckt sich's halt selber an. Das ist entscheidend. Ja, genau. Und das meine ich halt. Also das ist ja erstmal deine Authentizität, die dabei rüberkommt, auch bei den ganzen Interviews. Man sieht und hört natürlich erstmal deine Begeisterung und auch deine Erfahrung, die du seit über 30 Jahren mit deinen Reisen und mit deinen Erkundungen, Büchern, alles gemacht hast. Und das finde ich halt hochspannend. Wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview heute. Es war wieder hochspannend gewesen. Und wie gesagt, ich wandle das jetzt nochmal um auf ein normales Video. Was heißt normal? Ja, und würde gern halt auch ein paar Informationen noch von dir hinzufügen. Vielleicht, dass du mir nochmal ein Bild von dem Stick schickst, von dem Buch und so weiter und so fort. Ja, alles, was du an Bilder, interessanten Informationen, die du uns ja jetzt mündlich geteilt hast, vielleicht nochmal, wo du ein Bilder festgehalten hast, das einfach nochmal mit dazu tust. Und ich tue dann einfach die Bilder mit zu dem Video hinzufügen. In die Beschreibung mit rein, ja, natürlich. Genau. Nee, gerne, mach ich gerne. Genau. Danke dir natürlich auch für die Möglichkeit, hier wieder das Wissen zu teilen. Und danke natürlich an alle, die uns hier zuschauen oder auch das Video dann, wenn es für YouTube aufbereitet ist, sich anschauen werden. Von dir, von deiner Seite dann, wenn es soweit ist, wenn du es hochgeladen hast, wie gehabt, einfach wieder den Link schicken. Dann mache ich halt noch ein bisschen Werbung da in den sozialen Netzwerken dafür. Ne? Ja. Auch ganz herzlichen Dank nochmal immer für deine Unterstützung, weil es ist ja auch sehr wertvoll, dass wir gemeinsam uns sozusagen bereichern und unterstützen. Finde ich total super. Also du bist immer herzlich eingeladen hier, weil das ist einfach spannend. Also für mich ist das sehr spannend und ich finde, das drückt das halt auch aus. Auch das. Ja, du weißt ja, dass ich auch mit vielen anderen hier im Netz einige Sachen mache, auf also verschiedenen Plattformen da unterwegs bin. Das ist eigentlich, wo ich davon ausgehe, nur so geht's in Zukunft. Na, also, dass wir gemeinsam was machen, dass wir uns wirklich vernetzen, dass wir zusammen sozusagen an dieser wunderschönen Zukunft, die wir halt aufbauen wollen, zusammen daran schrauben, zusammen daran arbeiten, weil nur so wird es funktionieren. Ja. Alles andere ist das ist von gestern. Ja. Es ist nicht mehr gegeneinander und jeder will den ganzen Kuchen her, wie das mal so war, der Winner takes it all. Und so. Na, das ist ganz, ganz weit entfernt. Genau. Es geht nur zusammen. Ja. Genau. Also ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Eure Alexandra vom Bewusstsein TV. Macht's gut. Alles Gute, liebe Grüße aus Dresden und allen noch einen wunderschönen Abend. Bis dann.